Aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Einen wunderschönen guten Abend. Wie schön, dass Sie dabei sind. Freuen sich mit uns auf diese wunderbaren Gäste. Egal, wo er ist, egal, was er macht, egal, worüber er spricht, er kann aus allem Funken schlagen. Wir sind so froh, ihn heute bei uns zu haben. Der Modedesigner, nein, das Gesamtkunstwerk. Wolfgang Job. Sie hat sich in einer absoluten Männerdomäne durchgesetzt und verdient ihr Geld nun mit dicken Fischen. Ob wir auch alle anbeißen, bei den Ködern bestimmt. Profi-Anglerin Claudia Daga ist bei uns. Warum einer der weltbesten Köche nicht für sich selbst kochen mag, dafür aber sehr gerne für seinen 97-jährigen Opa. Das erzählt uns heute Abend der 2-Sterne-Koch Tim Raue. Herzlich willkommen. Sie steht für einen makellosen Körper, für Glamour und Perfektion. Wie sieht der Mensch hinter diesem Hochglanz-Image aus? Das wollen wir wissen von Unternehmerin, Dessous-Model und Moderatorin Sylvie Mais. Er ist ein außergewöhnlicher Sänger, Musiker und sehr milder Juror bei The Voice of Germany. Warum er als Ire so gern in Hessen lebt, das erzählt er uns gleich. Ray Garway! Und es ist immer gut, wenn ein Arzt in der Runde ist. Über den Alltag im Krankenhaus. Parasiten in den Körperöffnungen und sein literarisches Debüt erzählt uns heute HNO-Arzt Dr. Rainer Jont. Und er ist eine Ikone des deutschen Fußballs und besonders in Bremen weltberühmt. Wenn Sie das jetzt sehen, wissen Sie auch warum. Lustig ist auch, dass ich ein Interview mit ihm gelesen habe, wo Sie sagen, Sie finden es furchtbar, wenn diese jungen Fußballer heute so viel Show machen, wenn sie mal ganz leicht gefoult werden. Das war doch kein leichtes Foul, das tut heute noch weh. Das sieht man doch, das war ja Körperverletzung. Und wie ist das geahndet worden? Wissen Sie das noch ungefähr? Ich glaube, der Spieler wurde 12 Jahre gesperrt. Ja, ja. Keine Ahnung. Sie haben zusammen mit einem Kollegen, kein Fußballerkollege, sondern einem Journalistenkollegen, ein Buch geschrieben. Und Autoren oder Schriftsteller, die Bücher schreiben, haben ja so Rituale. Also Charlotte Link, die fängt jeden Morgen um 10 an, die braucht ihren Tee. Ildiko von Kürti braucht die Bibliothek der Uni in Hamburg. Was war denn so Ihr Ritual, um Ruhe zu finden, um dieses Buch zu schreiben? Ja, erstmal schlafen. Lange schlafen. Und immer wenn ich, weil ich ja in Deutschland alles mit dem Auto fahre, ich fliege ja sehr ungern, habe ich dann telefoniert, ja, aus dem Auto heraus und habe dann währenddessen ich zu meinen Terminen gefahren bin, habe ich dann noch das Buch nebenbei geschrieben. Also Sie haben dem Kollegen sozusagen die schönsten Geschichten aus Ihrem Leben erzählt? Auch, ja, klar. Ja. Ja. Haben Sie es denn, als es fertig war, gelesen? Nee. Bis heute nicht gelesen? Ich lese ja keine Bücher, das ist ja mein Problem. Okay. Das ist auch kein Witz. Also Sie haben noch nie in Ihrem Leben ein Buch gelesen? Das letzte in der Schule. Also ich grundsätzlich lese keine Bücher, weil ich habe mal eines angefangen. Ich glaube, nach der 12. Seite habe ich gesagt, so, das war's mit Buchlesen, weil es langweilig war. Es gibt bestimmt auch spannende Bücher, also... Deins. Ja. Hat man mir gesagt. Also, das müssen wir natürlich Mario Basler sagen, ob es das Buch gut ist oder nicht, weil er es ja selber nicht gelesen hat. Aber es ist jetzt schon erfolgreich, nämlich Spiegel-Bestsellerliste, Paperback, nächste Woche Platz 7. Wussten Sie das? Habe ich heute erfahren. Also, und? Ich wusste es nicht und wurde ja heute vor der Sendung darauf angesprochen, das sei als geheißen herzlichen Glückwunsch,
Da sage ich, ich habe gar keinen Geburtstag. Nein, wegen Buch. Und dann sage ich, ja, Platz 17, wenn das rauskommt nach 2 Tagen, ist er erstmal nicht so schlecht. Nee, ja. Er sagt so, Platz 7. Ist ja auch nicht so schlecht. Was haben Sie denn, Wolfgang, für ein Ritual gehabt, um dieses dicke Buch zu schreiben, über das wir später noch reden werden? Also ich wusste ganz genau, ich habe eine bestimmte Lebenszeit dafür übrig und ich habe mir ein Jahr gegeben und ich habe es in einem Jahr geschafft. Allerdings habe ich an den verschiedensten Orten geschrieben. Der schlimmste Ort war ein Hotel, das hatte so eine komische Kommode, wie so ältere Damen oder ganz alte Leute es haben, so in dunklem Holz. Und ich saß auf einem englisch-leinenbezogenen Wäschepuff und schrieb. Und die Klappe von dem Kommode ging immer weiter runter. Und dann kniete ich vor den Blättern, bis ich feststellte, ich kann auch gleich auf dem Boden schreiben. Also wie gesagt, ich habe 6000 Seiten mit der Hand geschrieben und da war es ziemlich egal. Ja. Wo? Schön. Was war? Jo. Aber gab es irgendwas, was Ihnen besonders am Herzen lag, wo Sie sagten, diese Geschichte muss unbedingt rein? Wenn keine andere reinkommt, die muss rein. Naja, es gibt ja relativ wenig Geschichten aus meiner Fußballerzeit. Ich meine, ich war ja sehr vorbildlich. Auch ein guter Witz, ja. Und, also man musste bei diesem Buch auch 200 Seiten wegnehmen. Das war dann letztendlich doch zu groß und zu viel. Aber es ist ja immer wieder, wenn du dann irgendwann mal beim FC Bayern spielst und wirst dann beurlaubt zu Unrecht, dann musst du natürlich diese Geschichte, egal wo du hinkommst, wird diese Geschichte immer wieder nachgefragt. Und du musst sie immer wieder erklären. Und das war natürlich für mich erstmal sehr wichtig, dass diese Geschichte auch so ein bisschen mit drin ist. Aber die allerwichtigste Geschichte ist natürlich von 99 mit dem Champions League Endspiel, das wir innerhalb von 3 Minuten in Barcelona verloren hatten. Genau. Ja, wo Sie das erste Tor geschossen haben. Ja, aber leider zu wenig. Ja, also machen Sie das, lieber Mario, an einer Tatsache fest. Ein super Typ zu sein. Nein, das... So heißt das Buch, muss man sagen. Ich muss es nur erklären für die Zuschauer, die es noch nicht gelesen haben. So, ja. Das Buch heißt, eigentlich bin ich ein super Typ. Eigentlich, genau. Also, wir müssen Selbstironie. Nein. Aber also den Titel kanntest du, oder? Es gibt ja immer so, also meine. Da gab es ja auch Gegenfragen, wollte ich mal sagen. Ich meine, Sie haben sich ja selbst als Supertyp bezeichnet. Nein, das habe ich. Da gab es keinen, der da reingequatscht hat mal zwischen. Nein, weil jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich ein Supertyp bin. Und bescheiden. Fragt doch mal und er redet ja auch nicht so viel. Nee. Nein, aber die entscheidende Frage ist ja das eigentlich, ne? Warum man, hätte ja auch sagen können, ich bin ein Supertyp. Ja. Das hätte aber unbescheiden gekommen. Nein, ich bin ja auch sehr bescheiden, ne, in manchen Dingen. Und bin ja immer in meinem ganzen Leben, oder sollte auch jeder sein, wenn er etwas macht, soll er überzeugt davon sein. Mhm. Ich bin ja überzeugt davon, dass ich zu meiner Zeit der beste Fußballer war. Mit Abstand. Auf Ihrer Position oder von allen? Von allen. Von allen. Von allen. Und jetzt ist Giovanni, er sagt immerhin in seiner Zeit. Es gibt Leute, die sagen vorher, danach und für alle Zeiten der Beste. Ja, aber die sind gut, das wollte ich jetzt nicht so sagen, geendet. Aber das habe ich auch schon gehört. Nein, und jeder, der mich erkennt, ich meine, du lernst ja im Laufe der Jahre, lernst ja auch mal einen Menschen näher kennen, wenn du länger mit dem unterwegs bist. Mhm. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch anders sein kann. Also ich normalerweise kannst du mich Tag und Nacht anrufen. Ich bin immer für dich da und deswegen ja erstmal das eigentlich, weil die Leute nutzen manche Dinge natürlich auch sehr gerne aus. Und wenn ich das merke, dann kriegt er das eigentlich zu spüren. Da Sie das Buch ja nicht gelesen haben, erzähle ich Ihnen ein bisschen, was so drinsteht. Also was meine Lieblingsgeschichten sind. Ich war zum Beispiel, das zieht sich eigentlich durch das ganze Buch. Sie haben selten Leute verpfiffen. Also Sie waren auf Ihre Freundschaft und Kameradschaft konnte man sich verlassen. Genau. Und Sie haben auch mal völlig zu Unrecht eine hohe Geldstrafe. Auch mehrere. Na gut, dann erzähle ich die andere Geschichte. Sie sind erpresst worden von jemandem.
und haben 17.000 Mark hingelegt, obwohl sie unschuldig waren. Warum? Ja, weil ich einen Mitspieler von mir schützen... Beim Bayern, muss man sagen? Beim FC Bayern, genau. Einer, der selten zum Einsatz kam, er war nämlich Ersatztorwart. Ist aber 8-mal deutscher Meister geworden. Genau. Und der hat mit diesem jungen Mann, eigentlich ging die Geschichte ja um mich, ne? Ich wurde von einem jungen Mann beschimpft, zur späteren Stunde. Und bin aber, wie ich mich normalerweise nicht kenne, bin ich manchmal sehr aufbrausend. War aber an diesem Abend, warum auch immer, sehr ruhig geblieben. Sie waren ruhig geblieben. Ich war ruhig geblieben und mein Kollege, würde ich mal so sagen, hat ein bisschen die Nerven verloren. Dem ging das auf die Nerven und ging dann hinten raus durch die Hintertür und hat dann eine Auseinandersetzung mit dem jungen Mann gehabt. Und der nächste Tag wurde dann angerufen bei mir oder im Reha-Zentrum. Ich war zu dem Zeitpunkt im Reha-Zentrum und hat dann gesagt, was ich freiwillig bezahle, bevor es der Presse gibt. Dann sage ich, mir ist das scheißegal, du kannst es der Presse geben, ich habe ja nichts gemacht. So, und habe aufgelegt und er hat immer wieder permanent angerufen. Und dann habe ich dann irgendwann mal zu ihm gesagt, du brauchst ihn anzurufen, es gibt bei mir nichts. Mach, was du willst. Und habe natürlich aber auch im Hinterkopf immer wieder gehabt, naja, was passiert denn, wenn der wirklich bei der Presse anruft? Es könnte ja sein, dass er irgendeine Geschichte erfindet. Ruf meinen Rechtsanwalt an und sag, du Wolfgang, da ist das und das ist vorgefallen. Er sagt immer, alles gut, du hast ja nichts gemacht. Sag ich, nee, 0,0. Dann sagt er, dann kann auch nichts passieren. Leg auf, der ruft wieder an, der junge Mann. Und ich sag, du, geh an die Presse, ich habe nichts gemacht, mach, was du willst. Leg auf, mein Anwalt ruft mich in der Zwischenzeit wieder an und sagt zu mir, Mario, wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein, weil dein Kollege, der war zu dem Zeitpunkt, war der vorbestraft. Wenn der andere Typ natürlich jemand bringt, und sagt, er hat einen Zeuge, der hat mich geschlagen, dann könnte es natürlich sein, durch die Vorbestraftheit, dass da was Schlimmeres passieren könnte. Man muss dazu sagen, dieser andere Kollege, Name steht im Bekannt, Sven Scheuer, der hatte dem nervigen jungen Mann eine Ohrfeige gegeben, zu Recht. Eine relativ kräftige Ohrfeige gegeben. Ja, der hat ja so Hände gehabt, der musste nur einmal hinlangen. Ja, ne? Als Torwart, genau. Als Torwart, genau. Und, so, und wie gesagt, dann habe ich natürlich ein bisschen mit der Angst bekommen, weil man in der damaligen Zeit wusste ja nie, was passiert. Dann hat der junge Mann wieder angerufen, er sagt, was willst du denn haben? Und dann sagt er, 17.000 Mark. Wie auf 17.000 gekommen ist, weiß ich nicht. Der hätte auch 25 sagen können, hätte er wahrscheinlich auch gekriegt. Aber dann habe ich mich einen Tag später mit ihm getroffen und habe ihm dann das Geld übergeben, um natürlich, wie gesagt, meinen Kollegen zu schützen. Trotz allem dem hat er den nächsten Tag trotzdem der Presse alles gesteckt, musste dann auch beim FC Bayern antanzen. Sven und ich haben dann die Geschichte vom kompletten Präsidium beim FC Bayern nochmal dargelegt, wie sie wirklich war. Sven hat jetzt auch so alles bestätigt und man hat mich dann den nächsten Tag trotzdem suspendiert, weil ich keine 50.000 D-Mark Geldstrafe bezahlen wollte. Sie hatten beide diese Strafe bekommen von jeweils 50.000 und da haben Sie gesagt, nein. Nein, ich habe gesagt, dieses Detail fehlt dem Buch. Gut, dass wir darüber sprechen. Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe beim FC Bayern, ich glaube so, ja, oder insgesamt in meiner Karriere so 300.000, 400.000 D-Mark Geldstrafe gekriegt. Ja. Die habe ich auch bezahlt und ich hätte die 50.000 auch bezahlen können, aber da ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin, und ich nichts gemacht habe, war natürlich das Risiko groß, dass ich suspendiert werde. Hätte es mir einfach machen können. Aber habe gedacht, nein, dann, ich habe nichts getan. Aber jetzt haben wir aufgeklärt, warum Sie damals bei Bayern suspendiert wurden. Und habe mich aber im Nachhinein geärgert, dass ich ihm keine Ohrfeige. Weil für 8.500 darf man ja auch mal eine Ohrfeige verteilen. Vielleicht erzählen Sie uns noch eine lustigere Geschichte. Und zwar, als Sie hier in Bremen im Taxi saßen und merkten, dass jemand anders auch unterwegs war. Mögen Sie uns das erklären, einen Mitspieler von Ihnen, wieder allerdings beim anderen Verein, nämlich bei Werder. Ja, das war eine sehr kuriose Situation. Ich bin an einem Abend unterwegs gewesen, war ich ja nicht so oft, vor und nach den Spielen. und in dieser späten Stunde dann irgendwann einmal, weil ich vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken hatte, wollte ich dann nach Hause, war müde. Und sitze in einem Taxi drin, bin auf dem Heimweg. Und kurioserweise saß noch mal ein Mario Basler in einem anderen Taxi auf dem Weg ins Bordell.
Also der Taxifahrer hat... Das haben Sie über Funk gehört? Naja, der hat über Funk dann durchgesagt, ich habe gerade Mario Basler in ein Bordell gefahren. Ich gucke den Taxifahrer an, sage, das können... Also Zwillingsbruder habe ich keinen. Sei, was sagst du? Das sagt er, sehr kurios. Dann hat er auch durchgesprochen, kann gar nicht sein, der sitzt bei mir im Taxi, ich fahre gerade nach Oberneuland nach Hause. Hm. Wusste dann aber auch im Nachhinein, wer es war. Aber auch nicht schlimm, weil kann ja auf meinen Namen ein Bordell gehen. Er hat ja bezahlt selbst. Und auch den Namen haben Sie verraten. Was wir aber gerne noch wissen wollen, ist, ob Sie damals auch dafür eine Strafe zahlen mussten. Ich hatte auch bei der Bremen die eine oder andere Geldstrafe, ja. Aber an diesem besagten Tag nicht. Okay. Ich konnte es erklären, dass es nicht war. Wir hatten ja auch Ausgang. Wir mussten ja dann 2 Tage später nicht spielen, sondern erst 3 Tage später hatten wir erst wieder ein Champions League Spiel und deswegen durfte ich da samstags abends auch weggehen. Mhm. Wir haben jetzt öfter schon Ex-Kollegen von Ihnen hier zu Gast gehabt, die von den alten Zeiten erzählt haben und auch erzählt haben, wie Sie trainiert haben und wie Sie sich vor allen Dingen ernährt haben. Ich? Nein, was Kollegen von Ihnen. Dass Sie vor dem Spiel noch eine Bratwurst gegessen haben, dass man Ihnen gesagt hat, beim Training lieber nicht trinken, weil sonst schwitzt du unnütz. Also, Leute, dieser ganze Gesundheits- und Ernährungskult, der jetzt um Spieler gemacht wird, glauben Sie, dass das was bringt für Spielen? Naja, wenn man dran glaubt, dann schon, wahrscheinlich. Ne? Ich meine, das ist ja... Bier zum Frühstück habe ich schon gehört. Nein, ich habe also mein Frühstück war immer so, ich bin aufgestanden, wir wurden um 8 Uhr geweckt, 8:30 war frühstücken. Ich bin runtergegangen, habe eine Tasse Kaffee getrunken, bin hoch aufs Zimmer, eine rauchen. Ohne ich dachte jetzt, anderen, dass das Rauchen zuerst kommt. Nein, nein, das, ja, oft ist es auch passiert, dass ich erst mal eine geraucht habe, dass ich wach werde. Aber die anderen haben alle schön Müsli gegessen und waren nach einer Viertelstunde haben sie eine Zerrung geholt. Ich habe nie eine Zerrung gehabt. Also ganz ehrlich, das ist Ich glaube noch mal, ich habe halt mein Leben so gelebt, wie ich es wollte. Ich wollte mich nicht in eine Schublade pressen lassen. Ich wollte nicht da rein, weil ich Fußballprofi bin. Es gibt doch mehrere Raucher und Säufer. Genau. Aber meinst du nicht, dass es ein bisschen war, dass du beweisen wolltest, dass du die Wilde sein könntest und auch der Spieler sein? Ich meine, wenn ich denke an Georgie Best, der vom Club zum Spiel gelaufen ist, halt irgendwie so vom Pack, gerade, ne? Gerade nüchtern halt irgendwie so und so wie ein Gott gespielt hat und alle gedacht hat, wie schaffst du das? Ja, natürlich. Ich habe natürlich mit dem, was ich in meiner Karriere gemacht habe, habe ich natürlich die ganze Welt provoziert. Ja. Ist ja klar, jeder Journalist, ob das in Bremen war, ob das bei Bayern war, Bayern vielleicht noch viel extremer, hat natürlich gelauert, ist ja klar. Die wussten ja alle, das wusste ja jeder, wann ich unterwegs war. Also ich war ja fast jeden Tag unterwegs. So, die anderen haben trainiert, ich war halt unterwegs und habe geguckt, dass in der Stadt alles in Ordnung ist. Die Gastronomen müssen ja auch leben. Aber was war das der Motivation für dich? Weil die natürlich alle sehr gerne dich gesehen, als du hingefallen hättest und nicht geliefert. Na, er war klar, relativ selten verletzt. Das wollte ich ja sagen. Ich habe das natürlich gewusst. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich samstags schlecht spiele, dann gibt es natürlich richtig auf die Fresse. Ja. Aber ich habe 262 Bundesligaspiele gemacht. Ich bin ja erst mit 24 in die Bundesliga gekommen. Darf man ja auch nicht vergessen. Heute spielen sie mit 17, 18 in der Bundesliga. Mhm. So, ich habe von den 262 Bundesligaspielen 261 überragende Spiele gemacht. Und bei einem habe ich ein bisschen Fieber gehabt, da konnte ich nicht so gut. So. Und deine Frage zu beantworten, natürlich, ich habe mich selbst dadurch, glaube ich, auch ein bisschen unter Druck gesetzt und auch selbst damit motiviert, weil ich wusste, was passiert, wenn du mal richtig schlecht spielst. Ja. So, und wenn Sie mehr wissen wollen über Mario Basler, dann müssen Sie sein Buch jetzt lesen oder es ihm selbst vorlesen, damit er weiß, was alles drinsteht. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, aktuell gibt es fast
2 Millionen registrierte Angler in Deutschland. Es gibt Fachmagazine für Angler. Es gibt YouTube-Kanäle. Es gibt Messen. Es gibt Angelvereine, die boomen. Und wir haben jetzt eine Frau da, die uns vielleicht erzählen kann, was eigentlich das Tolle daran ist, stundenlang aufs Wasser zu schauen. Wir begrüßen Claudia Dager. Natürlich keine Ahnung habe vom Angeln. Sie sind Profi. Ist es so? Schaut man stundenlang aufs Wasser und irgendwann beißt ein Fisch an? Ist es so einfach? Nein, nicht ganz so einfach. Also es gibt natürlich noch das Posenangeln. Da muss man tatsächlich aufs Wasser schauen. Aber ich betreibe aktiv das Karpfenangeln. Und das ist nochmal eine ganz andere Richtung, als man sich das Angeln vielleicht vorstellen kann. Also ich gehe nicht ans Wasser für ein paar Stunden und ich werfe auch nicht meine Angel raus und kurbel sie wieder ein. Sondern ich platziere meinen Köder und lasse ihn da für 24, 48 Stunden liegen. Und ich schlafe an meinem Angelplatz. Also ich bin mindestens 3 Nächte da. Das ist was, was ich wirklich nicht wusste, dass man da so unterscheidet, je nach Fisch, den man angeln will. Hat jeder Fisch seinen eigenen Angelsportler? Ja, so ungefähr. Man muss halt unterscheiden zwischen Raubfischen und Friedfischen. Und Raubfisch ist halt das wirklich, wo man aktiv ist. Also wo der typische Angler, sag ich mal, mit einer Rute ans Wasser geht, mit einer kleinen Box. Was ist ein Raubfisch? Ein Hai oder wie? Ein Hecht, ein Zander. Barsch. Genau, auch ein Barsch. Und da versucht man einfach den Fisch anzuködern quasi, dass er den Köder attackiert. So kriegt man den an den Haken quasi. Und beim Friedfisch, beim Karpfen ist es so, Der raubt nicht. Der tümpelt so ein bisschen rum durch den See, sucht sich was zu fressen. Ich sag immer, der chillt so ein bisschen. Wie so ein Schwein, ne? So ein bisschen. Genau, sie werden auch Wasserschweine genannt, genau deswegen. Und wenn ich ans Wasser gehe, man denkt immer, man geht einfach hin und man wirft die Angel aus, aber es ist gar nicht so. Also man muss im Vorfeld schon ganz viele Entscheidungen treffen, was für eine Jahreszeit, Wetter, Luftdruck. Und dann geht man ans Wasser, guckt, wo könnte die natürliche Nahrung sein? Weil ich muss ja den Karpfen irgendwie an meinen Köder kriegen, ohne dass ich ihn irgendwie reizen kann. Das Einzige, womit ich ihn reizen kann, ist halt Futter. Ja. Sie haben uns ein paar Köder mitgebracht. Ja. Aber bevor wir uns die angucken, gucken wir uns an, wie Sie aussehen, wenn Sie das tun, was Sie gerade beschrieben haben. Bitte schön. Wie viel Kilo hatte der oder wie viel Meter war der? Also der größte Karpfen hatte 27 Kilo. Darf ich mal fragen? Ja. Was fühlen Sie so, wenn Sie dieses nichts, es Wesen im Arm haben? Also es ist natürlich 27 Kilo. Ja, also ja, ich glaube auch. Das ist schon eine Masse, die man da dann vor sich liegen hat. Ja. Und kann sich, glaube ich, ein kaltes, erotisches Gefühl entwickeln. <ich glaube. lacht> Ja, nee. Eher so nicht, ja, also nicht erotisch, das eher nicht. Aber doch, das ist auch sehr rutschig, so schleimig. Das man reicht im Glas. Der Karpfen ist gar nicht so schleimig. Also da ist ein Wels viel schleimiger zum Beispiel. Ah, ja. Also da sind die Karpfen weniger schleimig. Aber wenn so ein Fisch natürlich nach, also jetzt den einen großen, den wir gesehen haben, da saß ich halt 3 Tage und Nächte am Wasser und es ging nichts. Und man denkt sich dann, was mache ich falsch? Und dann in den letzten Stunden... Wie ein Sextäter. Ja, das ist dann so Adrenalin pur. Also man wacht dann quasi auf, der Bissanzeiger, der fängt an zu piepen und dann heißt es Attacke. Also es ist. Aber das Biest ist auch traumatisiert. Sie setzen uns zwar wieder rein. Ja, es kommt drauf an. Also manche Fische setze ich wieder rein, manche, die ich verwerten kann, verwerte ich. Und seit letztem Jahr bin ich hauptsächlich in Frankreich unterwegs und da ist die Regel, ab 5 Kilo müssen sie wieder rein für die Arterhaltung. Ja. Dazu muss ich einmal kurz sagen, dass dieses Catch and Release, ne, dieses Rausholen und den Fisch wieder reinsetzen, das ist verboten in Deutschland, ne, laut Tierschutzgesetz. Ja, also nicht ganz so einfach formuliert. Also letztendlich darf man in Deutschland nicht angeln gehen ohne vernünftigen Grund. Und der einzige vernünftige Grund, um zu angeln, ist halt Nahrungserwerb. Ja. Das ist in Deutschland so. Zum Beispiel in Frankreich oder in England ist es halt ein Sport. Da werden alle Fische wieder, also in England werden alle Fische wieder eingesetzt. Da hatte ich einen super Aal gefangen. Das ist ein sadistisches Spiel irgendwie. Ja, also es ist ein Sportfischen. Also es ist ein er sagte gerade, es ist ein sadistisches Spiel. Spiel. Warum sadistisch? Naja, das Tier wird aus seinem Element geholt, es erschreckt sich zu Tode. Dann kriegt es einen Haken ins Maul und der Haken wird wieder rausgedreht. Es ist eine ganze Weile ausgeliefert und hat sicherlich auch, wenn es das hat, Angst, nehme ich mal an.
Und dann wird es wieder zurückgesetzt, doch nur um des Aktes willen mit dem Tier zu spielen. Würden Sie das auf sich sitzen lassen, sadistisches Spiel? Nein, das ganz und gar nicht. Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren, wie man generell... Na, Jäger sehen das immer halt. Genau, also Sport, es gibt halt Menschen, die haben den Jagdinstinkt oder den Jagdtrieb, wozu halt die Jäger zählen und halt auch die Angler. Aber jetzt zum Beispiel beim Karpfen ist es so... Die knacken zum Beispiel mit ihren Mäulern richtige harte Muscheln von Stein runter. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit den Fingern machen würde, also wir würden uns wahrscheinlich verletzen und wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Also die knacken halt richtig die Muscheln auf. Und wenn man das natürlich vergleicht und dann den Haken quasi sieht im Maul. Also das ist nicht so anstrengend, als ein Tier, oder wie? Nee, aber die sind nicht so empfindlich, wie man denkt. Also es ist nachgewiesen, dass die nicht das Organ für Schmerz haben. Sie haben einen Stress, das wurde nachgewiesen. Es gibt etliche Studien natürlich, das eine für das eine und die anderen sprechen für das andere. Eine ist zum Beispiel mit Bienengift drin, das wurde den Karpfen im also in dem Bereich. Aber wir können das viel einfacher machen. Beliefer mich doch einfach in Zukunft. Kann man damit tun, dass es was einfach ist? Ja. Ja. Was schreibe ich hier daraus? Also Karpfen ist natürlich, ich bin ja Berliner, Karpfen ist was gerade in den Seen drumherum immer wieder kommt. Es ist eine fiese Nummer mit den Gräten. Wir haben diese Y-Gräten und die werden gerne dann tatsächlich geschreddert, also das Fischfleisch geschreddert, aber du hast lauter kleine Grätenstücke und das hasse ich. Und das, was am besten geht, ist tatsächlich den Fisch zart zu garen und dann im gegarten Zustand die Gräten im Ganzen rauszuholen. Ist aber Fummeln 5000 und nervt so ein bisschen. Deswegen, wenn du Köche nach Karpfen fragst, die meisten sagen, die Gräten, nee. Schmeckt doch immer noch ein bisschen nach dem Teich, aus dem man ihn geholt hat. Ein bisschen modrig. Ja, aber warum normalerweise sagt man die diese nicht? Also wenn man die so toll zubereiten kann. Ein Symbol für das Geld. Ich persönlich mag jetzt Karpfen nicht so gerne essen, aber meine Familie kommt aus Polen und da ist halt Karpfen... Ganz große Nummer. Ja. Ich bin nächste Woche da und die haben mir so ein paar Produkte und Gerichte gegeben, weil ich so ein bisschen Inspiration geben soll für junge polnische Köche. Und da war Karpfen. Ich kam immer wieder Karpfen. Und ich habe schon gedacht, oh Mist. Und dann habe ich das mit meinem Küchenchef besprochen. Der hat gleich gesagt, oh Gott, die Gräten, Chef. Wenn wir für 150 Leute kochen müssen, 150 Karpfenportionen, die Gräten raus, da brauchen wir schon 10 Minuten. Also das ist der Nachteil. Aber wenn du den Karpfen, wenn wir welche machen, dann kriegen wir die immer noch mal so ein bisschen frisch Wasser gewässert. Also genau. Das heißt, gefangen, dann noch mal in frisches Wasser. Und dann schmecken die echt gut. Ich frage mich gerade, was aus Fischsicht das Schönere ist, wieder reingesetzt zu werden mit einem kleinen Schockmoment und irgendwie einem kleinen Piercing. Oder auf dem Teller von Tim Raue. Also irgendwie, ich habe noch keine Lösung für mich aber gefunden. Aber zum Beispiel, meine Erfahrung ist... Du hast doch nie bei mir gegessen. Aus Fischsicht, habe ich gerade gesagt. Ach so, Entschuldigung. Also, ja, also was zum Beispiel keine Seltenheit ist, ist tatsächlich, dass wenn man zum Beispiel einen Fisch wieder ins Wasser entlässt, hatte ich es persönlich, dass nach 10 Stunden ungefähr der gleiche Fisch am gleichen Platz mit dem gleichen Köder nochmal gebissen hat. Also wäre der so doll traumatisiert, dann warum macht er das Gleiche dann noch einmal, wenn er doch genau weiß, dass da jetzt gerade die Gefahr lauert? Das war nur so sexuell gesehen. Oder sind deine Köder vielleicht so? Ja, genau, die gucken so schmackhaft. Ja, ich habe einiges mitgebracht. Also das ist halt beim Karpfenangeln sind es sozusagen diese ich hol's dir mal raus. Ich nenne es mal. Ups, hier ist noch das Gleiche dran. Moment. Das sind sozusagen Teigkugeln, kann man quasi sagen. Ich gebe das einmal rum. Kannst mal riechen, vielleicht erraten, wonach es riecht. Nein, das probier doch mal. Probier doch mal bitte. Sieht nicht aus wie ein Fisch. Nein, die riechen. Okay, riecht die. Das kennen wir doch aus dem Hotel. Da gibt es auch immer die Chips-Dinger da, oder? Und Claudia, kann man die auch als Mensch essen? Ja. Also das sind jetzt die Auftreibenden, die würde ich nicht essen, aber die kann man essen. Und das sieht aus wie Rumkühlchen. Was ist das Material? Soja oder? Ja, Fischmehle, ganz verschiedene Zustände. Teilweise ist der Hammer hier. Vogelfutter drin. Also Glutamatbombe hoch 100. Oder geben sie Chips-Pakete gar nichts. Aber ist mir klar, dass der wiederkommt und anbeißen will. Also ziemlich manchmal dran. Ich wollte nur mal probieren. Hast du das gegessen? Also wenn ich einen Kopf... Kommt, jetzt musst du auch. Wir haben eben noch drüber gesprochen. Welche von den dreien? Die Dunkel, die jetzt noch kommt. Die Rumkugel, meinst du? Das riecht ein bisschen wie so ein Schmeckt gar nicht so schlecht nach Fisch. Ja, wie Maggi. Maggi, Glutamatbombe ist doch. Das Zeug ist. Ich hab probiert, komm. Also ich würde gerne mal
von Silvi wissen, also die Holländer sind ja ein Angelvolk. Ja, ich habe auch geangelt. Hast du auch schon mal geangelt? Ja, als Kind, ab und zu mit meinem Onkel. Und ich habe nicht so viel Geduld. Hey, ich finde das auch wahnsinnig interessant, weil du musst unglaublich Hundefutter haben. Weil sonst macht man das nicht. Ja, aber hast du, ich war schon aktiv unterwegs, ne? Wahrscheinlich auf Hütte und sowas. Ja, ja, also als Kind möchte man einfach ganz schnell ein Ergebnis haben. Ne? Ja. Man möchte, dass diese Fische rauskommen. Aber also grundsätzlich bin ich aktiv immer besser als passiv. Aber das ist ja die Rolle. Der Tim war gerade dabei, eins zu probieren. Ja. Ja, ich wollte erst mal wissen, was ist denn drin? Also es sind verschiedene Mehle drin, Fischmehl. Ich könnte dir jetzt die ganze... Würmer. Keine Würmer. Also damit würde ich dir nicht an den Haken gehen. Nee. Aber das ist mein bester Köder. Das schmeckt so ein bisschen nach Hanf. Vielleicht kommt das doch nur, wenn man drei Tage da irgendwie... Na, aber das schmeckt so ein bisschen hanfig. Ja, aber da aber ist was für Freund Melzer, ne? Nächstes Mal Kitchen Impossible, koch mal nach. Also, warum... nee, ich habe das Stück gegessen. Warum riechen die jetzt unterschiedlich? Also schmecken, also, riechen Fische besser, als sie schmecken? Oder werden genau, die angelockt? Genau, also Karpfen lockt man quasi an. Da gibt's verschiedene, mit Geruch? Also, genau, mit Geruch. Also es gibt jetzt in dieser Form oder auch flüssig oder auch verschiedene Öle drin. Und ja, damit versucht man quasi den Karpfen an seinen... Ja, Haken zu kriegen oder ihn so zu fangen, weil anders kriegst du ihn nicht gefangen. Er will ja nicht rauben, du kannst ihn nirgends wie anders dazu reizen. Von daher versuchst du natürlich ihm einen attraktiven Mal zu bieten, dass er nicht bestehen kann. Ich habe tatsächlich anders erlebt, wir waren in Ecuador und wir arbeiten mit den Stämmen in Ecuador und wir waren mit den Huarani, die sind die wildesten von allen. Und super Jäger. Und die haben halt, du erlebst es in Urform, also da ist wirklich, setze ich 100 Jahre zurück. Und die haben gesagt, am Abflugtag, die haben gesagt, wir gehen fischen, komm mit. Da gibt es eine Hochzeit irgendwie so über die Kichwa und die wollen in unserer Strecke halt fischen. Und ich habe gesagt, fischen, ehrlich, das ist echt nicht meins, kein Geduld. Wo ist das Fisch? Da bin ich ganz bei dir. Wie bei Silvia. Wir haben dann gesagt, irgendwie so, komm, scheiß drauf, wir gehen mit, weil wir gehen den Fluss entlang, wir waren auf die Napo River. Und die haben so eine Wurzel aus der Erde gezogen und die wird dann erstmal getraschen, bis es irgendwie so die Flüssigkeit, Saft aus dem Wurzel rauskommt. Und dann geht eine im Fluss so einen Kilometer oder zwei Kilometer nördlich, wir waren südlich, und dann geht er in das Wasser so. Und dann siehst du halt, wie diesen ganzen Saft aus dem Wurzel läuft. Und dann bei uns so fast einen Kilometer später, also einen halben Kilometer später, siehst du, wie die Fische nach oben kommen. Oh. Weil die Fische würden dadurch besoffen. Und die wissen nicht, wo oben und unten ist. Das ist keine Lüge, ich poste das auf Instagram, ihr könnt es sehen. Und die Fische kommen einfach... Wenn es bei Instagram ist, dann ist es bestimmt wahr. Dann ist es die Wahrheit. Nein, ich hab es Ich habe gesagt, ich poste das auf Instagram. Ich habe es selber gefilmt. Okay. Ich war da und die ganze Stamm sind im Wasser und haben einfach mit dem Speer halt irgendwie so die Fische rausgeholt. Und wir haben auch Karpfen, aber ganz alte, so mit einem Panzer drauf. Irgendwie so ein richtiger, das war kurios. Ich poste das. Aber das ist ja langweilig. Aber oder? Ich muss dazu sagen, dass wir besoffen machen auch noch. Nach oben kommen und dann einfach so abstechen. Ja, my type of fishing, also ganz ehrlich. Also. Aber der Unterschied, ja, was Silvi gemacht hat oder was du gemacht hast, ist, dass ich, während ich schlafen kann, auch einen Fisch fangen kann. Also ich habe eigentlich einen Bissanzeiger mitgebracht, aber irgendwie liegt der jetzt gerade nicht hier. Aber ist das so eine Art wie Camping? Aber du weißt, dass du deine Angel da raus hast. Also mein Köder liegt dann halt für ein paar Stunden im Wasser und nicht nur ein paar Sekunden, sondern wirklich 24, 48 Stunden. Ja. Und dann habe ich ein Zelt, Liege, einen Stuhl. Das hört sich wie der Traum eines Holländers an, oder? Also, Camping und Fischen. Und dann kannst du dich auch nicht langweilen, weil in der Zwischenzeit kannst du etwas lesen oder ein bisschen schlafen. Aber was ist dann der Reiz? Ich verstehe es nicht. In dem Moment, wo du so extrem entspannt bist, ja. Wenn das dann anfängt zu piepen, so richtig doll, so, und dann musst du wirklich schnell sein. Dann kannst du doch auch einen Wecker stellen. Stell dir vor. Aber ich finde es faszinierend. Das ist quasi fast eine Meditation. Genau. Und eine Excitement, dass irgendwas piept und dann kannst du raus. Genau, und dann weißt du ja aber immer noch nicht, was es ist, wie es aussieht und ob du es auch noch sicher landest. Weil du kannst ihn ja immer noch irgendwie verlieren oder irgendwas kann passieren. Also es ist, Was hast du lieber, nachts oder tagsüber?
persönlich tagsüber, weil nachts schlafe ich lieber. Oh, okay. Aber tagsüber ist es schon, also das ist schon Adrenalin. Und das sind halt einfach so dieses Karpfenangeln. Mal an euch, wann habt ihr das letzte Mal eine Fledermaus gesehen in Deutschland? Jeden Abend im Park. Preußenpark in Berlin. Okay. Auch öfter. Und Eisvogel? Wie sieht ein Eisvogel aus? Blau. Ja, blau. Ja, was blau sehe ich auch immer in dem Park. Aber ja, aber sowas sehen wir halt wirklich. Oder die Füchse bei mir im Garten. Ja. Ja? Also, du meinst, du willst sagen, du bist näher an die Natur als wir. Okay. Ja. Claudia, ich glaube, du hast uns so ein bisschen, ich sag schon du, weil ich das Gefühl habe, wir waren schon zusammen angeln. Also, ja, so ich lade dich herzlich ein für die nächste Sendung. Also, ich finde, du hast gezeigt, dass Judith dieses Thema... Sie ist nicht so ein Angeltyp. Das doch, sie dazu. Ich habe so ein bisschen Hemmung, dann, also ich musste für eine Reportage mal mitangeln, mit dem Mann Heinz Galling, der für den NDR Route raus, der Spaß beginnt, moderiert. Alleine im Sendungstitel. Schwierigkeiten, dann da so drauf zu hauen und so. Aber ich finde immer, jeder Mensch ist unterschiedlich und das ist das Schöne an der Talkshow. Wir blicken in Welten, die wir selber vielleicht gar nicht erforschen würden. Deswegen danke für deinen Blick. Ich finde aber, wir müssen jetzt mit dem. Ich wollte nur einmal sagen, was ich schätze, ist, dass du weißt, das, was du isst. Also, du hast es selber gejagt. Und das. Und selber dann verzehren. Ja, die meisten von uns kennen das nicht mehr. Wir haben keine Beziehung zu unserem Essen. Ja. Und das schätze ich sehr. Und, wichtiger Faktor. Respektiere ich auch. Entschuldigung. Ja. Dankeschön. Ja. Wolfgang Job hat ja ein Buch geschrieben und hat da auch eine innige Beziehung zu einem Karpfen beschrieben, der in der Badewanne lag. Ja, das war natürlich zu Silvester. Gab es Karpfenblau. Mein Großvater bestand da geradezu drauf. Karpfenblau war eine Soße, irgendwie, die mir gar nicht so schmeckte. Sie als Koch wissen wahrscheinlich, wie die gemacht wird, mit Bier, glaube ich. Blau ist eigentlich mit Essig, weil das dann anläuft, aber man kann zu Karpfen traditionell sehr gerne was mit Bier kochen, wenn man es mag. Ich erinnere an eine Biersoße, die ich nicht mochte und die blaue Farbe, die war ganz hübsch, aber von mir auch mit Tränen begleitet, denn der Karpfen war natürlich in der Badewanne und dort schloss ich in der Woche Freundschaft mit dem Karpfen. Ja, er saß immer auf dem Rand und streichelte ihn so ein bisschen und er kam auch zu mir und kleine Brotkrumen oder was ich immer damit brachte. Jedenfalls, es war dann eine Beziehung, die jäh endete, als er an so ein Brett gelegt wurde und dann dreimal mit so einem Fleischhauer auf den Kopf gehauen wurde und da war bei mir der Appetit natürlich vergangen. Ich heulte und zitterte, aber ich war auch ein bisschen jünger als jetzt. Ne? Da ist das verständlich. Aber und wie gesagt, mein Großvater versuchte mich dann mit der Geschichte zu trösten, dass ich mir unbedingt diese bestimmten Knochen aufheben müsste. Das wären Symbole für Christus. Einmal ein Kreuz und dann, was war denn noch, ein Becher und vor allem dann die Schuppen, das sind die Taler, die später mal, wenn man genug ins Portemonnaie getrocknet steckt, von denen würde man auch später immer Geld in der Tasche haben. Und Glück haben. Und was nach diesem Erlebnis mit Wolfgang Job so geschah, das schauen wir uns jetzt an. Oh. Ein dickes und schönes Buch. Nun haben Sie ja auch viele Erfolge eingefahren in Ihrem Leben. Und in diesem Buch steht von den Erfolgen sehr wenig. Warum haben Sie die rausgelassen? Eigentlich sind Sie doch ein ganz guter Typ. Ich glaube, kommt ganz drauf an, was ich damit erreichen wollte, glaube ich. Ich glaube, ich wollte gerade eine also ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen sollte, dann
Eigentlich sind Sie doch ein ganz guter Typ, finde ich, das ist eigentlich aber so eine gewisse Fantasie. Aber schon da ist man. Wir haben von den Morden und den Vergewaltigungen, würde ich gerne erstmal hören. Und dann würde ich sagen, trotzdem ein guter Typ, irgendwie so, ne? Oder wenigstens Ladendiebstahl. Also. Nein, ich wollte damit sagen, erfolgreicher. Und auf den anderen Buchautor hinweisen. Ja, ich weiß, es war ja auch nicht schlimm. Ich kam einfach nur nicht da rein, warum ich das Buch geschrieben habe, war nämlich genau nicht deswegen. Ich hätte eine ganze Menge Erfolge aufzählen können in verschiedenen Bereichen und bin da auch recht froh darüber, dass mir das gelungen ist. Denn eigentlich fühle ich mich als, wie ich neulich schöpfte das Wort, divine dilettante, also ein göttlicher Dilettant. Mhm. Von all dem, was ich gemacht habe, habe ich gerade nichts gelernt. Und es ist mir auch nicht zugeflogen, wie viele Leute so denken. Denn ich habe nur dem Schicksal, wenn es kam, mit einem guten Angebot, immer gleich erstmal die Hand hingehalten und hinterher überlegt, welche Nebenwirkungen es haben könnte. Mhm. Aber dieses Buch habe ich geschrieben eigentlich in einem Gefühl, Angst zu haben, dass etwas verloren geht, dass irgendwie eine Stimmung wegfällt und man sich nicht mehr daran erinnert, die mir wichtig ist. Mhm. Und von der ich auch glaube, dass sie wichtig ist, für andere junge Leute, denn ich habe sehr viele Kapitel meiner Jugend gewidmet. Ja. Der Zeit, wo ich erfolgreich war. Ja. Darf ich einfach, wie bei Mario Basler, auch meine Lieblingsstellen? Klar. Sie einfach danach fragen, dass Sie als Fünfjähriger waren Sie Bronchitis krank. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, weil Sie haben ja 6000 Seiten geschrieben. Ja. Und die Geschichte ist sehr lang, deshalb müsste ich Sie sehr bitten, Sie ein bisschen zu straffen. Ja. Aber Ihre Mutter fuhr dann mit Ihnen in ein Erholungsheim. Ja. Und die Geschichte finde ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, und das ganze Buch ist so nicht, aber ich fand sie herzerreißend. Ja, aber diese Geschichten sind, glaube ich, sehr vielen Kindern passiert zu der Zeit und hatten auch einen wahren Hintergrund. Neulich erfuhr ich gerade über eine Sendung im Fernsehen, dass es eben Dörfer gibt, die besonders intakt geblieben waren, also die nicht gebrandschatzt wurden im 30-jährigen Krieg, wo es also Burgen gab, die intakt waren. Da hat man genau das, was ich dann beschrieb, im Kellergewölbe gefunden, eben Kinder und Hunde und Tiere, die geopfert wurden. Also diese heidnische Idee, etwas zu opfern, um Gottes oder der Götter Zorn nicht zu erwecken. Ganz so schlimm war es, ist es Ihnen nicht ergangen, sonst säßen Sie heute nicht. Nee, ja, aber wie gesagt, als kleiner Junge wurde ich dann in der Hand von der Heimleiterin auf einen Spaziergang geführt. Ich war der Kleinste und Jüngste und war gleich ganz vorne neben der Heimleiterin eine Hand, wie gesagt. Und sie erklärte uns, dass es eine Burg sei und da sei ein Mädchen eingemauert worden, das noch klein war, damit eben der Segen über die Burg erhalten bleibt oder dass die Burg gesegnet wird. Und das Mädchen ruft dann immer der Mutter zu, hallo Mama, ich kann dich noch sehen. Stein drauf. Mama, ich sehe dich kaum noch. Stein drauf. Mama, ich sehe dich nicht mehr. Noch ein Stein drauf. Ja, das wurde mir erzählt, vollkommen empathielos, wie eine nette, lustige Geschichte, wie von Gebrüder Grimm. Mhm. So, dann kamen die Kinder in den Wald und dann kamen sie eben nicht mehr raus. Gut. Mhm. Und das waren eben so teilweise auch Brutalitäten Kindern gegenüber, die kann man sich heute wohl nicht mehr vorstellen. Mhm. Das war nur ein Teil. Es war auch so, dass meine Mutter mich dort gelassen hat. Ich war 5 Jahre alt, war nicht gewohnt, von zu Hause weg zu sein und sagte dann zu mir später, ich habe mich ja verborgen, ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Und ich war gewusst, mir damals schon sicher, dass sie gelogen hat und abgehauen war. Und Sie haben in den 4 oder 5 Wochen, in denen Sie da waren Sie so verzweifelt, dass Sie die ganze Zeit gegessen haben. Und dann sind Sie ziemlich dick geworden. Ja, und das ist nicht erkannt worden. Sie sind nicht erkannt worden von Ihrer eigenen Mutter. Als Sie doppelt gestraft. Mhm. Ja. Ja, aber das waren eben so auch diese Mütter, die man entschuldigen musste, die ich auch versucht habe zu beschreiben, diese Nachkriegsmütter, die nach ihren Männern fragten und in der Nachbarschaft klingelten, haben Sie denn Post bekommen? Wurde die Nachbarin gefragt und dann war das andere Kind da und geht ihr mal spielen und die beiden feindlich gestimmten Kinder glotzen sich dann an in dem Kinderzimmer und als sie das zweite Mal kam, befreundete man sich schon ein bisschen mehr und dritte Mal gab es das Kind nicht mehr, weil es war ausgereist aus der DDR.
Also eigentlich wollte ich diese langen Geschichten erzählen, oder die vielen kleinen, die nachher auch in einem Erfolg in der DDR enden. Denn mir war nichts wichtiger, als nach Hause zu kommen. In all den Jahren, wo ich Erfolge in New York oder sonst wo gefeiert habe oder versuchte, mir woanders Heimaten aufzubauen, musste ich feststellen, die Sehnsucht lässt nicht nach. Hm. Und ich bin dem Schicksal und wem auch immer, wer auch immer dafür verantwortlich war, unendlich dankbar, dass ich dieses noch erleben durfte, zurück nach Hause zu gehen. Auf der anderen Seite, ich habe mit Sarah Wagenknecht darüber diskutiert, es war eben auch total am Ende, dieses System. In dem Buch wird man keine Nostalgie oder Ostalgie überhaupt finden. Nicht, überhaupt nicht. Also sehr manches für Sie verzaubert wirkte, es hat auch eine leicht erschreckende Seite, was Sie beschreiben, und zwar durchgeht. Erlauben Sie mir einen Sprung ziemlich weit nach vorne. Ja. Sie entdecken dann Ihre eigene Bisexualität später, schreiben darüber auch ausführlich. Also das würde ich auch nicht so sagen, aber weil ich entdeckte meine Sexualität, würde ich sagen. Wie auch immer. Denn ich habe deutlich beschrieben, dass ich mich habe leiten lassen von meinem Instinkt. Es war nicht so, dass irgendetwas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht entdeckt war und dann kam es endlich zum Vorschein. Ich habe das ganze Buch, diese 560 Seiten, sind von einer Sexualität, da beschreibe ich eine Sexualität, die meine ist. Ich wollte auch auf was ganz anderes rauskommen. Gar nicht auf Ihr Outing, sondern auf einen Satz, den Sie, glaube ich, auf Seite 381 geschrieben haben. Nämlich, dass Sie sagen, als Sie in Zusammenhang mit Ihrem späteren dann Partner, Lebenspartner oder damaligen auch Lebenspartner Edwin, schreiben Sie, wie uns wurde bewusst, dass Liebe zwar Vertrauen, Sex aber das Fremde sucht. Ja. Und da wollte ich fragen, ist das Ihrer Meinung nach eine allgemeingültige Regel oder etwas, was zu Ihrem Leben gehört? Nein, ich glaube, das ist allgemeingültig. Dass guter Sex braucht eine gewisse Fremdheit? Ja, ich glaube, dass die Natur das so, die Natur ist ja so weise. Die Natur will, dass wir uns vermehren natürlich. Die Natur will aber auch, dass wir nicht incestuös in unserem Dorf zu Hause bleiben. Ich behaupte auch, jetzt vielleicht sehr provokant, dass die Frau von ihrer Natur aus dazu bestimmt ist, fremde Männer anzulocken, mit fremden Männern sofort Frieden zu schließen, damit dieser Mann, dieser fremde Mann, sich um die Kinder kümmert, die in der Höhle sind. Der Mann, der erste, der zweite, der dritte, ist längst auf der Löwen- oder Bisonjagd verendet. Und nun sitzt sie da mit den Kindern und es kommt aber ein fremder Volksstamm. Da kann sie nur sagen, hallo, junger Mann, kommen Sie doch mal ruhig rein in meine Höhle. Ich sehe das genauso wie Sie. Sehen Sie das auch so gut? Ich finde das klasse. Jetzt bin ich mal gespannt. Du musst jetzt nicht spielen. Jetzt lass mich mal überraschen. Nein. Ich bin davon überzeugt, dass das Fremde immer spannend ist. Ja. Und wir Menschen natürlich. Ich glaube, das kommt zu früh, Mario. Es gibt noch ein Aber. Ich glaube wirklich, dass in der Menschheit das Spannende anzieht. Das wissen wir allen. Da können wir alle sagen, dass es nicht so ist. Aber es ist so. Ja. Ich glaube aber fest daran, dass das Treue auch eine Entscheidung ist. Und sich entscheiden für die Liebe und entscheiden, dass jemand es wert ist, diese Neugier, dieses unendlich Suche nach Spannendes, da kann man mit aufhören. Das ist eine Entscheidung. Mhm. Ja? Aber dass es das sieht. Es kommt auch noch mal dazu, zu dem, wie gesagt, unsere Aufgabe, eine Familie zu gründen, um die Kinder erwachsen zu lassen, denn die Biester brauchen ja ziemlich lange. Ja. So, das Reh dann hüpft ja schnell davon. Das stimmt. Aber diese komischen, nackten, quakenden Wesen brauchen ja fast 10 Jahre oder länger noch, dass man sie loslassen kann. Jetzt schreibt aber im Rest des Buches sehr lieb. Natürlich auch die Frau, den Mann als Ernährer. Und wie hält sie ihn? Sie hält ihn auch mit Treue und Sexualität. Wobei Wolfgang, das muss man, glaube ich, schon noch mal erklären. Sie schreiben das nicht in Bezug auf Mann und Frau, sondern in Bezug auf Ihren Lebenspartner. Ja, aber es ist das Gleiche. Und das Gleiche, aber Sie sagen auch, man kann sogar damit irgendwie leben, dass der andere mitkriegt, man geht fremd, man sucht das Fremde eben woanders.
Wie lange haben Sie denn gebraucht, um das zu ertragen? Woher wissen, dass ich ja was ertragen habe und ich jemand was zugemutet habe? Auch das. Vielleicht war es so rum. Auch das. Nein, es ist nicht leicht, das zu verstehen. Es ist einfach nicht leicht. Weil gerade in einer Zeit, wo man sehr jung ist und noch viele Illusionen hat über, ja, oder Hoffnung, Illusion klingt ja gleich so negativ, die Hoffnung hat, dass man den einen Mensch für immer getroffen hat. Und ich finde auch gerade, ich persönlich, was ich damit jetzt gar nicht im Buch beschrieben habe, aber ich ganz persönlich finde Nähe, Intimität und auch dieselbe Person, die mir vertraut ist, durchaus sexuell attraktiv. Unbedingt sogar. Mhm. Also ich bin nicht derjenige, der nur das Fremde sucht und eigentlich viel weniger als alle, die ich kenne, so geradezu. Aber zu erkennen, dass man dem anderen die Chance lassen muss, auch so, ja, sich fremd zu orientieren, diese Erkenntnis ist eine wichtige. Und diese Toleranz muss man sogar üben, um den Partner nicht zu verlieren. Mhm. Okay. Wobei, das meine ich damit. Ich Ihr Buch so gelesen habe, widersprechen Sie, wenn ich das falsch verstanden habe. In dem Buch werden viele Menschen sehr gewürdigt, sehr liebevoll auch beschrieben. Aber niemand kriegt so viel Zärtlichkeit in dem Buch ab wie Ihre Frau Karin, Mutter Ihrer beiden Töchter. Ja. Mit der Sie heute noch Grundstück an Grundstück leben. Ja, denn ich meine, wir beide gerade haben es geschafft, glaube ich, so unendlich lange zu uns zu lieben und auch in gewisser Weise die Treue zu halten. Es gibt nämlich auch eine Treue, die noch viel tiefer geht als die, die sich auf dem Bettlaken abspielt oder zwischen zwei Laken. Nein, ich glaube, dass ich meine Erfolge nur, die ja auch mit jeder Erfolg ist ja zuerst erstmal ein Wagnis. Denn du hast ja nicht Erfolge dadurch, dass du etwas wiederholst, was andere Leute schon gemacht haben. Und du gehst auf einen Weg, den du nicht kennst, auf dem du auch verenden oder umkommen kannst, aber vielleicht dort etwas findest. Den Juwel, die Erkenntnis, den Preis, den Pokal. Oder die Lösung eines Geheimnisses. Das alles ist auch kreativ. Ich finde eben auch einen Archäologen oder auch einen Astrologen oder einen Chemiker genauso kreativ wie ein Maler oder ein Modeschöpfer oder Schriftsteller. Aber ich glaube, jeder kreative Mensch kennt diesen dunklen, einsamen Weg, den er gehen muss, wo er etwas findet oder auch vielleicht nicht. Und das Gefühl, dass dort Karin ist, und später auch Edwin. Ihr Lebensgefährte. Hm? Auch Edwin, die beide ihre Plätze nicht gegenseitig eingenommen haben oder verlassen haben. Oder der eine hat den Platz des anderen eingenommen. Diese Plätze blieben einmalig besetzt, waren auch nur für diese eine Person offen, muss ich dazu sagen. Mhm. Ohne die hätte ich eins von diesen Wagnissen gewagt. Ich bin aus dieser Heimatgeschichte sehr, sehr mühsam und sehr verletzt rausgegangen. Mein Vater hat mich mit 8 Jahren aus diesem beschützten und behüteten Bauernhof neben dem Schloss Sanssouci, Fontane nannte Bornstedt, die Rückseite von Sanssouci. Also ich war ein optisch so verwöhntes Kind. Ich sah wirklich die Frauen melken und dort fühlte ich den Geist von Friedrich den Großen, die Gardinen zurechtrücken. Also das war unglaublich. Wolfgang. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, als ich dann rüberkam in diese andere Welt, war mir auch immer die Hoffnung, diese Heimat zurückzubekommen. Und das haben Sie geschafft. Leitend. Und das haben Sie geschafft. Ja. Das haben Sie geschafft. Das Buch heißt, gefällt mir natürlich berufsbedingt sehr gut, Die einzig mögliche Zeit. Ja. Ich bedanke mich. Das Buch ist, was schön ist, in dem Buch, es ist oft melancholisch, aber nie larmoyant. Dankeschön. Schönes Buch. Danke. Vielen, vielen Dank. Schrift.
Schriftsteller, denn er hat gerade seinen ersten Roman veröffentlicht. Ein viel gelobtes Buch und eins, das sich wirklich lohnt zu lesen, Herr Basler. Ich freue mich auf Dr. Rainer Jund. Vielen Dank. Erwachsene Menschen in der Runde. Mögliche Patienten. Ich gucke jetzt nur mal, wir machen eine kurze Sprechstunde, wenn wir schon mal einen Arzt hier haben. Ray Garvey gucke ich jetzt an, der Musiker ist, der hat sich bestimmt schon längst die Ohren kaputt gemacht. Dann haben wir Tim Raue hier, der auf seinen Geschmackssinn angewiesen ist. Viel fliegt und deswegen immer Nasennebenhöhlen und die Nase und Stirnhöhlen schützen muss. Wenn der weg wäre, der Geschmackssinn, dann wären die Sterne auch weg, oder? Ja, vor allen Dingen erstmal die Gäste. Ja, also die Gäste sind schneller weg als die Sterne. Und von daher, ich fliege schon seit Jahren nur noch mit Mundschutz. Ich hatte auch mal so einen professionellen, da sah ich aber aus wie Mr. Bane von Batman. Das kommt dann auch bei den Stewards und Stewardessen nicht so gut an. Und deswegen nehme ich jetzt nur noch diese Papierdinger. Aber das hilft. Also seitdem, ich war früher mal Stammkunde beim HNO. Also, ja, oh, ja. Sieht super aus. Nützt das wirklich was, Herr Doktor? Ja. Mundschutz beim Fliegen? Also wenn ihr daran glaubt, dann ist das ein ganz wichtiges Instrument. Können sagen, Glaube macht reich und Glaube geht über viele Jahrhunderte und Jahrtausende. Also ich glaube auch. Ja, also prinzipiell findet ein kreativer Arzt bei ganz vielen Menschen irgendwelche Probleme. Man kann sich hier umschauen und es ist möglich, bei jedem irgendwas zu finden. Aber wollen Sie jetzt wissen, wer... Ja, ich dachte, ob Sie vielleicht, wenn Sie sich so umgucken, dass Sie sagen, also einer von denen, der müsste eigentlich mal kommen. Was ist es denn mit Ray Garvey als Musiker? Nee, ich glaube nicht. Also er strotzt nur so vor Vitalität, wenn wir uns vorhin kurz unterhalten. Sein Onkel ist HNO-Arzt, ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist natürlich gut. Arzt in der Familie. Ja, ihr habt euch schon ausgetauscht. Ja, wir haben uns vorher schon ausgetauscht. Ja. Nein, also eigentlich macht die Runde einen sehr, sehr guten Eindruck. Für einen HNO-Arzt so ein bisschen auffällig und da gleitet mein Blick zwei Sitze nach links, ist natürlich Mario. Weil... Warum? Ja, also rauchen und auch so von der Stimme hört man das schon ein bisschen. Geile, das Markenzeichen. Genau, ist eine ganz tolle Stimme. Ich würde was drum geben, da mal ganz kurz ums Eck zu gucken und mal so runter zu gucken, wie die Stimmlippen ausschauen. Die sind natürlich schon ein bisschen malträtiert durch dein Leben und durch die tollen Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber natürlich auch ein bisschen durch Rauchen. Klar. Ja. Aber... Trotzdem geil. Ja, ist ja genau. Kommt ganz gut so jetzt. Ich ja. frage mich auch, ob Claudia Sager nicht möglicherweise eine Patientin wäre. Deswegen muss ich ihr eine Frage stellen. Wenn du den Fisch direkt isst vor Ort, bist du dann sicher, dass du den komplett durchgebraten hast, bevor du ihn isst? Und trinkst du manchmal gerne ein? Also hast du dich, wenn du da so in der Wildnis bist, dann nach dem Fischessen schon mal übergeben müssen? Nein, noch nie. Das ist gut, denn dann passiert dir nicht das, was Sie in Ihrem Roman beschreiben. Oh. Ich spiele auf den Surfer. Ja. Was? Ja. Also es ist folgendermaßen. Das traurige Los des HNO-Arztes ist natürlich das, dass er immer bestimmte Präsente bekommt von seinen Patienten, die in irgendwelche Taschentücher schneuzen und mitbringen. Oh. Ach. So, und in dieser Geschichte geht es tatsächlich so, dass kein Proktologe sind, ne? Ja, das Gott sei Dank nicht. Haben Sie sich im anderen Körper von allen verstanden? Ich glaube, man hat es verstanden. Ich glaube, das ist untergegangen. Darf ich aber laut sagen, hat es verstanden, was er gesagt hat? Ich hab gesagt, als ich von den Geschenken hörte, die Leute mitbringen, wie gut ist der Herr Doktor kein Proktologe ist. Ja, das kann noch schlimmer kommen. Ja, aber da wäre kein Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen. Aber in diesem Fall war es so, dass ein braun gebrannter, blendend aussehender Surfer, also es könnte ihr Bruder gewesen sein und ganz strahlend vor Gesundheit und Vitalität. Nicht dein Bruder. Vor mir saß und berichtete, es bewegt sich etwas in seinem Gesicht und er deutete auf das Gesicht. Das muss man auch wissen, dass das sehr, sehr häufig ist, dass Menschen über die Angst, die ja wahrscheinlich uralt in uns wohnt, dass irgendwelche Parasiten oder Lebewesen in einen eingedrungen sind, in den Körper hineingelangt sind und sich dort weiter vermehrt haben, das ist eine Urangst von ganz vielen. Man hört ja auch immer Geschichten. Natürlich, man hört auch immer Geschichten. Man liest auch Geschichten in ihrem Buch. Richtig. Und also im ersten Moment stempelt man als Arzt, die primäre Reaktion ist, man stempelt so ein bisschen ab, ganz schnell. Man denkt, der hat es nicht alle. Natürlich, okay. Natürlich. Das ist
ist nicht so selten. Und dann hat man aber das Privileg als HNO-Arztes mit einem tollen optischen Instrument in die Nase zu gucken. Und da war ein bisschen eine entzündliche Stelle. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir ein Röntgenbild durchführen lassen, also eine Computertomographie der Nasennebenhöhlen, um zu gucken, was verhält sich denn da wirklich hinter seiner Haut, hinter seinem Antlitz. Und noch bevor es zu zur Durchführung dieser Aufnahme kam, hat mich der Mann angerufen und ganz aufgeregt berichtet, es ist weg, aber er muss mir was zeigen und er möchte mir das gerne demonstrieren. Und dann kam er eben wieder und hat mir ein kleines Geschenk, wie gesagt, mitgebracht. Und tatsächlich, manchmal gucke ich gar nicht hin, aber da musste ich hingucken. Das war in ein Taschentuch eingewickelt, ein kleiner Wurm. Ach. Ein kleiner Wurm, vielleicht so halb so lang wie der kleine Finger. Ja, Moment, Ihr kleiner Wurm, davon haben wir ein Foto, ja, von dem sogenannten Fischbandwurm. Vielleicht können wir das mal zeigen. Oh nein. Ich finde es jetzt nicht so geil, das in der Nase zu haben. Ja, also, ich denke schon wieder an den Proktologen. Ja, aber das Tolle ist, diese Fischbandwürmer, die... Das ist im Sushi auch dran? Also wenn man im ganz schlimmen Fall schon. Aber die Auflösung dieser Geschichte ist ja... Warum ist es in der Nase? Warum ist es in der Nase? Und warum bei einem so gesunden Menschen? Und dieser Surfer, der war bei einem Surfurlaub in Brasilien und hat dort gesurft. Und was machen Surfer nach dem Surfen? Sie feiern und machen eine Party und haben natürlich Bier getrunken mit den Einheimischen. Deshalb habe ich gefragt. Und jetzt kommt der Fischer in der lokalen Taverne, der den Catch of the Day mitbringt. Und dieser Fisch war eben nicht gut durchgekocht offensichtlich. Und er hat den Fisch gegessen, musste dank des Biergenusses und Caipirinha-Genusses sich in der Nacht wahrscheinlich übergeben. Und die Larve des Fischbandwurms, die vorher noch kurz in seinem Magen gewesen ist, fand den Weg in seine Nase und Nasennebenhöhlen hinein. Gott. Warum wird denn der Magensäure der Wurm nicht so Sie war kurz drin. Und wenn Sie davon ausgehen, dass er viel getrunken hat, ist erstaunlich, verblüffend gute Frage, wie Sie sich auskennen, Herr Job, in der Medizin. Also, in der Schule kann völlig berechtigte Frage. Aber wenn die nur ganz kurz drin ist, dann ist die so ein bisschen eingekapselt in so einem gelartigen Material. Aber das noch Erstaunlichere ist, dass sie ja den Flug über den Atlantik geschafft hat zu uns und so ein paar Tage in dieser Nebenhöhle des Menschen überlebt hat. Und dort ist sie erstmal ein bisschen angewachsen, bis sie schließlich so viele Probleme verursacht hat, dass der Mann dann sich melden musste. Ja, also Sie machen das dann nicht, ne, in Zukunft. Einfach immer schön Cola trinken oder was auch immer nebenbei. Nichts mit Alkohol. Mein Fisch ist ja frisch. Ja. Ja, der war ja, das war der auch. Der war richtig frisch. Der war richtig frisch. Das war das Problem, nur nicht gut durchgebraten. Aber sind es diese Geschichten, die Sie faszinieren, warum Sie HNO-Arzt geworden sind? Nein, das ist natürlich ein ganz extremes Beispiel. Also mir persönlich, im Grunde genommen, hätte ich jeder Arzt werden können. Ich finde alles faszinierend. An der HNO ist es sehr, sehr faszinierend, dass man in alle Öffnungen, die sich am Kopf des Menschen befinden, hineingucken kann. Und die eben mit besonderer Leidenschaft betrachten kann. Das ist das Schöne. Das entwickelt sich eine eigene Landschaft, wenn man hineinfliegt. Oder auch fetisch. Und dann fragt man mich, warum ich angel. Ja. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt sagen, dass in diesem Buch nicht nur kuriose Geschichten gesammelt sind. Also es gibt auch kuriose Geschichten, es gibt noch mehr skurrile Geschichten. Aber die Hauptfigur in diesem Buch ist ein junger Arzt, der in einer Klinik arbeitet. Und es wird durchaus auch hineingeguckt in sein Seelenleben. Also es wird durchaus auch thematisiert, welchem Druck dieser Mann ausgesetzt ist, welche Zerrissenheit er spürt, wo er Ängste hat zu versagen, wie er mit diesem existenziellen Druck im Krankenhaus umgeht. Wie sind Sie damit umgegangen? Es ist keine Autobiografie, aber Sie haben auch jahrelang im Krankenhaus gearbeitet. Richtig. Es ist keine Autobiografie, aber es sind natürlich autobiografische Reminiszenzen, Erinnerungen darin enthalten. Die Klinik ist ein Abbild der Welt und der Druck, der existenzielle Druck auf einen Menschen, der sich um andere Menschen kümmern will, der ist groß. Ärzte reagieren darauf natürlich professionell. Das müssen sie ja. Also sie können ja nicht mit jedem in der Empathie so groß werden, ihre Empathie so groß werden lassen und ihren Job dann nicht vollbringen. Aber tatsächlich ist der Druck ja noch durch ganz andere Mechanismen gesteuert, nämlich im System schnell und gut und effektiv und effizient, also ökonomische Parameter, schnell zu funktionieren. Das Bedauerliche ist es, dass diese Parameter, die es tatsächlich gibt, natürlich an dieser Empathie nagen können. Also sie verändern das Einfühlungsvermögen eines Menschen in einen anderen, in einen leidenden Menschen, den man eigentlich helfen muss. Weil man weniger Zeit hat, sich einzufühlen. Man hat zum einen weniger Zeit und die Grundlage für Empathie ist ja eine subtile Selbstbeobachtung und eine Selbstgesundheit mit sich. Also man muss eine Aufmerksamkeit, ein Sensorium haben für seine eigenen Gefühle
um überhaupt Empathie entwickeln zu können. Und diese Aufmerksamkeit für die eigenen Gefühle geht natürlich verloren, wenn sie nur Karriere und Zeit und schnell weitermachen und ganz, ganz schnell geht es weiter. Hm. Also auch in Kliniken ist natürlich eine gewisse Nervosität. Ich habe es auch gehört, aber ich kann es nicht interpretieren, warum. Es juckt ihm in der Nase. Nein, weil ich glaube, da ist ganz viel dran. Ne? Also wir haben vorhin ja schon über einen Kreativprozess gesprochen, da haben wir auch vorhin drüber gequatscht, was das für ein Druck ist, wenn du dann erstmal erfolgreich bist, diesen Erfolg zu halten, immer wieder Neues zu produzieren. Die Welt will was Neues sehen, der Gast will was Neues sehen. Und ich finde das mit der Empathie natürlich was, wo ich sofort dieses Gespür habe, ich weiß, dass ich den Zugang zu Menschen auf meinem anfänglichen Karriereweg schnell verloren habe und die Empathie, weil es nur noch darum ging, das Ziel zu erreichen, erfolgreich zu werden, den nächsten Punkt, mehr Sterne, mehr zu haben. Und dass ich das Glück hatte, dass ich so stark reflektiert habe, dass ich das dann später sehr gut umkehren konnte und heute viel mehr Empathie empfinde, manchmal auch zu viel, und das Ziel im Endeffekt dem Menschen unterordne. Und das ist natürlich hart, weil es geht ja um Menschenleben. Bei mir geht es nur um Essen und Kulturgut und ein bisschen Kulinarik. Aber da geht es dann tatsächlich um den Menschen. In der Tat. Konnten Sie das beobachten an der Klinik, so einen Prozess, den Tim Raue beschreibt, dass dann auch ein Arzt sich irgendwie freimacht aus diesem Druck und dann nochmal durch Reflexion es schafft, sich zurückzurunden und wieder Empathie empfinden zu können? Oder ist das nicht möglich? Muss man die Klinik verlassen? Weil Sie haben die Klinik ja verlassen. Nein, ja, ich habe die Klinik verlassen. Und das ist sicherlich die Reaktionsform, die viele Menschen dort einnehmen. Es gibt auch noch eine ganz weit verbreitete Reaktionsform. Das ist so eine Art innerer Rückzug, so ein bisschen Resignation in sich, der natürlich gedeckt ist mit einer sehr hohen Professionalität, mit der viele Ärzte agieren müssen. Und das ist ja auch im System so erwünscht. Aber tatsächlich gibt es natürlich Möglichkeiten, sich dieses Mechanismus zu bedienen und ihn rückgängig zu machen. Vielleicht ist auch Schreiben zum Beispiel ein ganz guter Prozess, um dahin zu kommen. Ja, vielleicht haben Sie da auch persönlich einiges verarbeitet. Gibt es eine Geschichte, es sind ja einige im Buch, wo Sie sagen, da träume ich von, die berührt mich noch heute, da habe ich falsch reagiert, weil ich hatte zu wenig Zeit. Ja, die gibt es. Zu wenig Zeit, also Zeit ist immer ein ganz relativer Prozess. Keiner von uns, der hier sitzt, weiß, wie viel Zeit er hat, ich auch nicht. Der Luxus, Geschichten zu erzählen, besteht ja darin, sich auf etwas zu fokussieren, die Zeit herauszulösen aus dem, was alles gleichzeitig passiert und etwas Einzelnes darzustellen und nachempfindbar zu machen, so wie Sie das auch vorhin sagten. Ich meinte jetzt eigentlich zu wenig Zeit im Klinikalltag. Ich habe Sie schon verstanden, aber ich habe versucht, diese Antwort auszuweichen. Okay. Er hat die Metaebene. Ich habe es schon verstanden. Ich wollte ein bisschen drum herum reden. Ich sehe, das ist nicht gelungen. Es gibt einige Geschichten, die ich gelesen habe und ich dachte, dass Sie vielleicht sich so öffnen, dass Sie eine erzählen, eine, die Ihnen wirklich vielleicht noch nachhängt. Aus dem Buch jetzt oder aus meinem Leben? Okay, es muss nicht Ihre Geschichte sein, dann gehen Sie auf den Klinikarzt, der nur biografische, wie nannten Sie es, Reminiszenzen. Ja, natürlich. Also es gibt, das Schlimmste ist das Gefühl, seine Aufgabe nicht so vollendet zu haben, nicht so vollbracht zu haben, wie man sie eigentlich von sich selbst erwartet. Mhm. Das geht jedem von uns so, das ist auch in jeder Berufssparte so und es wäre geheuchelt zu glauben, dass es das bei Ärzten nicht auch gibt. Das ist auch selbstverständlich, weil es passieren Fehler, das ist auch ganz normal und es ist umso besser, je offener man mit dieser Fehlerkultur umgeht. Vor ein paar Tagen kam ein Bericht von der Weltgesundheitsorganisation, Spiegel Online hat es auch rezitiert, dass eine große Anzahl von Menschen durch Fehler zu Schaden kommt, auch ums Leben kommt und man verschiedenste Faktoren dafür identifizieren konnte. Aber die gemeinsame Basis dieser ganzen Faktoren ist eine fehlende Fehlerkultur in einer Klinik, in einem Unternehmen zu haben. Das heißt, eine offene Diskussion, ob was passiert. Das heißt, ich habe selbstverständlich in meinem Leben erlebt, dass wir Sachen gemacht haben, die ich jetzt 15 Jahre später, 20 Jahre später anders machen würde. Das Buch endet mit der Geburt eines Kindes. Der junge Klinikarzt wird Vater. Ist das für Sie so eine Art Metapher auf die Frage, die ganze Zeit mitschwingt in diesem Buch, der Sinn unbedingt des Lebens und dieses Nachdenken über die Fragilität des Seins? Ja, unbedingt. Das Buch stellt ja auch ganz viele philosophische Fragen, die ich mir auch stelle. Die Metapher heißt Liebe. Und Liebe ist das Essentielle in unserem Leben. Ohne Vertrauen würde es keine Gesellschaft geben. Es ist der wichtigste Kitt des Zusammenlebens. Vertrauen ist die einfachste Formel, um Komplexität oder Schwierigkeiten zu reduzieren, um miteinander auszukommen. Und Liebe, und Sie haben es sehr, sehr schön formuliert, was es bedeutet, Treue aufrechtzuerhalten und den Suchprozess aufzugeben.
Liebe ist ein schöpferischer Prozess. In dem Fall kam ein Kind heraus. Aber es kann ja auch eine tragfähige, schöne Beziehung sein, mit der man seine Zeit verbringt, die man auf dieser Welt eben hat. Und deshalb ist die Liebe für mich so eine Art Katharsis, also ein Prozess der Lösung und der Erlösung gewesen. Wer mehr erfahren möchte über Sie und über das Buch, der muss es lesen. Tage in Weich von Michael Jung. Vielen Dank. Und Tim, wir haben kein Buch geschrieben. Nee, das ist schon eine Weile her, ja. Genau. Also so können wir völlig frei unsere Gedanken dem Lauf lassen. Es gibt so vieles, was ich Sie gerne fragen würde. Ich hänge aber noch fest an einer Szene, die ich erlebt habe, als Wolfgang Job gesprochen hat, der nämlich gesagt hat, ich hatte einfach das Glück in meinem Leben, dass immer wenn das Schicksal vorbeikam und mir eine Chance geboten hat, dass ich dann dem die Hand geschüttelt habe. Da habe ich irgendwie gedacht, das passt auch auf Sie. Ich glaube sogar noch ein bisschen extremer. Ich habe das Schicksal immer irgendwie da draußen gewähnt und bin einfach losgerannt in der Hoffnung, ich treffe es irgendwann und es wird was bei rauskommen. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass das Schicksal vor der Tür stand und gesagt, hallo, ich bin hier. Und ich dachte, oh ja, das mache ich. Sondern es war einfach so, dass ich ja auch nicht viel gedacht und ich habe mehr gemacht. Ich habe den Kopf runtergenommen und habe einfach geackert. Ich habe alle Kraft, Energie, alles auch Negative genommen und habe das ins Positive versucht umzudrehen. Und ich habe jetzt eine österreichische Ehefrau, die eine ähnliche Idee von Größe und Selbstbewusstsein hat wie der junge Herr hier neben mir. Und mein Mario Basler. Ja, ja, klar. Wen sonst? Und das finde ich an Mario so faszinierend. Diese absolute Selbstsicherheit seiner selbst. Dessen, was er schaffen kann. Haben Sie die nie gehabt? Noch nicht mal im Ansatz. Ja. Gibt es Momente, wo Sie heute noch diese Unsicherheit spüren? Ja, jeden Tag. Mhm. In jedem Prozess, in jedem. Ich habe jetzt auch. Also erstmal habe ich gesehen, dass ich schon mal fetter war. Und das Zweite, was mir natürlich aufgefallen ist, ich habe sofort die Teller gesehen, habe analysiert, habe gesagt, was macht der da, was ist das für ein Gericht? War das damals gut genug? Könnte das vielleicht wieder jetzt in einer neuen Form auf die Karte kommen? Für mich ist der Kreativprozess halt ein ganz, ganz schwieriger tatsächlich, weil Essen und Kochen bedeutet für mich, meine Persönlichkeit auf den Teller zu bringen. Und ich mache mich mit jedem Teller angreifbar, so wie du wahrscheinlich auch mit jedem Song. Den er komponiert, genau. Ja, weil das, du zeigst alles von dir. Und wenn dann da einer draußen sitzt und sagt, du Raue, hier, Restaurants, voll geil und so. Und ich fühle mich total wohl. Aber nicht persönlich, nicht mal. Das Essen ist scheiße. Also das brauche ich nicht mehr. Das ist überhaupt keine, um Gottes Willen, überhaupt keine Kritik. Ich habe auch immer mein ganzes Leben lang Menschen beneidet, die so von Hause aus selbstbewusst sind. Ja, Wahnsinn. Ja. Das fehlt mir. Als Sie so Anfang 20 waren und bereits angefangen haben, so in die Gastronomie zu gehen, Sie haben da gelernt noch, da waren Sie mal bei einem der damals berühmtesten Köche der Welt, Alain Ducasse in Paris. Ja. Der Lunch. Ja, und wie haben Sie sich denn da gefühlt, als Sie so als 21-Jähriger, der nicht mal einen Anzug hat, um sich da anständig... Doch, ich hatte einen, aber von C&A... Sie haben sich dann extra besorgt. Ja, so für 50 Mark, ne? Das ging damals. Und das Problem ist, ich war mit meiner damaligen Frau und immer noch heute in Geschäftspartnerin da. Und Frauen können sich natürlich mit wenig Geld viel mehr aus sich machen. Bei Männern siehst du sofort, ob das ein räudiger Nylonanzug ist oder eine billige 5-Mark-Krawatte, so wie bei mir. Und wir hatten lange gespart auf diesen Lunch bei Alain Ducasse. Das war damals einer der Götter. Und man musste den Tisch reservieren, dahin fliegen. Und du hast dann die Möglichkeit gehabt, halt so ein bisschen auszuwählen. Ich hatte schon bei der Weinkarte eine große und grobe Idee, was ich haben wollte. Das war dann auch der ausschlaggebende Punkt. Wir sind auf jeden Fall einmarschiert. Und so das klassische französische Negativbeispiel, der Maître stand da, begrüßte uns schon so herablassend. Bitte? Wie ein Richter. Ja, die kannte ich ja schon von früher. Da wusste ich ja, wie das ausgeht. Dachte ich noch, ich hab den 50-50-Joker. Ich merkte aber sofort, er holte den Tellerjungen und der brachte uns dann unseren Tisch. Und das war wirklich der klassische Tisch auf dem Weg zur Toilette. So schmierig, klein und schmal. Und dann bestellte ich à la carte. Also man konnte ein günstiges Menü nehmen. Das hat, glaube ich, damals
es 300 Mark gekostet. Oder es gab die Variante à la carte zu bestellen. Und da hat das Gericht zwischen 180 und 220 Mark gekostet. Ich habe 4 Gänge à la carte bestellt, Marie auch. Und dann kam halt der Wein dazu. Und das war ein 92er Criot Bâtard Morrachet von der Domaine Fontaine-Ganna. Und das Ding, der kostete ein paar hundert Mark und der Tellerjunge nahm also unsere Bestellung auf, haute ab und wirklich eine Minute später stand dann der Maître wieder da und begleitete uns in den vorderen Raum, wo dann auch Gäste saßen. Und ich hatte dann ein tolles Erlebnis, weil nebenan ein Amerikaner saß, der einer der größten Weine dieser Welt getrunken hat. Und er sah dann, was ich bestellt habe, und er bat mir ein sehr volles Glas köstlichen Rotwein gegen ein eher klein gefülltes Glas meines Weißweins an. Und das war ein ziemlich fairer Tausch. Das war einer der besten Deals, die ich je gemacht habe. Was haben Sie denn aus diesem Erlebnis fürs Leben gelernt? Na, Marie und ich sind rausgegangen und haben danach gesagt, eins ist klar, sie kommt also aus bürgerlichem Level, ich halt von der Straße. Wir wollen Menschen nie nach ihrem Äußeren beurteilen. Wir wollen, wenn wir mal ein eigenes Restaurant haben, soll jeder das Recht haben, dort zum Essen zu kommen. Und wenn er Flipflops, Shorts und ein Muscle-Shirt anhat, damit ist er für uns nicht abgewertet, sondern Genuss ist für mich bis heute etwas, was du ohne Attitüde haben kannst. Und Sie haben in Ihrem Lokal nur diese Attitüde. Und Sie haben in Ihrem Lokal, in Ihrem Hauptlokal, heute nur gute Tische? Du spielst jetzt darauf an, mit den Gästen, die anrufen, sagen, ich hätte gerne einen tollen Tisch. Genau. Wo ich immer sage, kommen Sie zum Essen oder wollen Sie irgendwie hübsch rausgucken? Also jeder Tisch muss doch gut sein. Und das Schlimmste ist auf den Kreuzfahrtschiffen, wir haben ein Konzept auf 4 TUI mein Schiffen. Und da gibt es an 2 Schiffen, ist das ganz hinten am Schiff. Und du guckst immer dann in den Sonnenuntergang. Das ist natürlich so lang toll, bis es auf dem Meer dunkel wird. Das ist so 19:30 und dann ist es einfach schwarz. Dann sitzt du an einer schwarzen Glaswand. Und der Klassiker ist halt, dass der Gast immer kommt und sagt, ich möchte da vorne an dem Tisch sitzen und nur an dem Tisch. Und wenn ich dann da stehe, dann habe ich natürlich auch die Autorität, erstmal nämlich alles gefallen zu lassen. Und wenn einer so rumzickt, den dann direkt halt auch mal mitzunehmen, zu sagen, bist du halt zum Rausglotzen da oder zum Essen. Und, dann unverblümt? Wirklich so, als könnte ich mich so benehmen wie er? Nein. Und zurück. Du musst da raus, schmeiß er vom Bord. Ja, genau, das macht der Kapitän. Mit dem habe ich ja auch schon Auseinandersetzung gehabt. Also es muss ein Vergnügen sein, eine Kreuzfahrt mit Ihnen zu machen. Ja, ja, nein, ich bin wirklich vergessen. Ich bin ein Gastgeber mit allem, mit meinem ganzen Herz. Aber was mir auf den Sack geht, ist halt diese deutsche Attitüde. Aber heute Abend, da haben wir Hochzeitstag und da müssen wir an dem Tisch sitzen, weil sonst ist alles vorbei. Und nicht so ein Drama zu machen, sondern sich mal ein bisschen auszubalancieren. Ist aber nicht alleine Deutsche, das kannst du ziemlich überall auf die Welt finden. Ja, irisch auch? Ja. Also wir würden wahrscheinlich erstmal an die Bar gehen und, und dann wird danach alles scheißegal. Ich schleppe Sie dann erst zur Bar und sage, kommen Sie dann eine Viertelstunde wieder, ist Ihnen der Tisch nicht scheißegal. Also, Sie haben mit Anfang 20 so wahnsinnig tolle, teure Lokale schon aufgesucht. Sie haben da schon Gefühl dafür entwickelt, was andere Küche Tolles hinzaubern. Und doch haben Sie in einer Kolumne beim Cicero, eine Kolumne, die ein Italiener nie schreiben würde, nämlich was würden Sie essen, wenn Sie sterben müssten, oder wenn Sie wissen, dass Sie sterben müssen, gesagt, Senfeier. Was? Senfeier. Aha. Ich bin natürlich in der Erinnerung, wir sind ja alle kindlich geprägt beim Essen. Also das heißt, wir nehmen das auf, was wir als Kinder gekriegt haben. Und bei mir gab es halt entweder auf der Straße Döner, Currywurst, Pommes oder das, was ich meinen Klassenkameraden entliehen habe. Und, oder die Variante halt alle paar Wochen mal zu Oma in Berlin. Und Oma hat halt falschen Hasen gemacht, Königsberger Klopse, Berliner Senfeier. Herrlich. Und ich liebe es und habe es angebetet. Und die Senfeier waren tatsächlich das erste Gericht, mit dem ich irgendwie mal auf dem Bildschirm erschien. Es war 99. Hab ich auch und ich habe sie neu interpretiert, indem ich das Ei erstmal nicht durchgekocht habe, sondern zart
pochiert habe. Ja. Dann anstatt der schmierigen Senfsoße einen ganz luftig leichten Schaum, der aber auch eine Senfschärfe also hatte. Also kein Mehl in die Soße. Nein, eine schöne. Ja, furchtbar, das geht gar nicht. Mehl bindet die ganze Süße und Säure. Erstmal schon mal Schärfe eingearbeitet habe, dann die rote Beete, die ich auch als Kind echt nicht mochte, wenn es die bei Oma gab, weil die hat immer so nach Tod geschmeckt und so wie mieser Karpfen schmeckt, so erdig und torfig und schwer und bläh. Die haben wir fein gerieben mit Himbeeressig, Johannisbeergelee und Jalapeno-Chilis, mal so ein bisschen aufgepeppt und dann ein gutes französisches Kartoffelpüree, also sprich 60% Kartoffel, 10% Sahne und der Rest Butter dazu gemacht. Und noch ein paar Chips und obendrauf eine dicke, fette Nocke Kaviar. Natürlich, weil, aber was sonst? Ja, aber das ist für den gesellschaftlichen Aufsteiger ist nichts wichtiger, als tatsächlich da anzukommen. Und das ist Rolex, Lacoste, Porsche, Louis Vuitton. Und das ist dann halt im Kochen Kaviar, Trüffel, Stopfleber. Und reden Sie von Ihren Gästen? Nee, von mir. Oder von sich selbst? Ja, jedes Gericht hat ja was mit mir zu tun. In jedem Gericht spiegel ich mich wieder. Mit jedem Gericht habe ich was zu tun. Und dieses Senfei war dann tatsächlich eins, was fotografiert wurde. Ich habe damals schon versucht, die deutsche Küche für mich modern zu interpretieren. Ist jetzt 20 Jahre her. Boah. Und jetzt sind Sie fast schon Klassiker mit 45. Ich bin schon, ich gehöre zum alten Eisen. Also es ist richtig schwer, mich jetzt noch oben wie der Fetttropfen auf dem Wasser zu halten. Weil die nächsten Generationen drängen nach, die haben tolle Ideen. Das, was ich als großes Glück hatte in meinem Leben, also wirklich großes Glück, was vorbeikam und mich mitgenommen hat, war, dass ich Internationalität erfahren habe und Visualität im großen Netflix. Ich wollte auf einen anderen Glücksfaktor nehmen. Zu sprechen kommen, nämlich auf Ihren Großvater. Ja. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine der ganz wenigen positiven Bezugspersonen, die Sie hatten, vielleicht die einzige mit Ihrer Mutter, Großmutter zusammen. Ja, na, mein Großvater hat mir, also er war natürlich, beide waren im Krieg. Die haben eine andere Beziehung gehabt zu Liebe, Liebe und Nähe geben. Also da gab es nicht irgendwie so einen Arm nehmen oder Zärtlichkeit, sondern mein Opa hat mir preußische Werte vorgelebt. Er hat gesagt, Disziplin, Ordnung, Struktur, das ist es. Und das habe ich natürlich nicht kapiert, weil ich, wenn ich zu Hause war in Kreuzberg auf der Straße, hat genau das gefehlt. Beim Arbeiten habe ich dann sehr schnell bei der Ausbildung gemerkt, dass mir das hilft. Und ich bin natürlich auch jemand, der auch bis heute wandelt auf der Grenze. Der Grat ist schmal. Also das heißt, mal daneben zu liegen, verbal, körperlich natürlich schon lange nicht mehr. Wie alt ist denn der Opa jetzt? Mein Opa ist jetzt gerade 97 geworden. Und kommt der ab und zu noch vorbei in Ihr Lokal? Haben Sie ihm schon mal die Senfeier gemacht? Ja, ja, klar, da ist Opa. Genau. Und, sieht nett aus. Aber ich glaube auch, das Revoltieren, was durch diese strenge Erziehung parallel entsteht, ist auch wichtig für die kreativen Prozesse. Na, er hat mir überhaupt ein Gerüst dann mitgegeben. Ja. Ich habe das lange ignoriert. Ich habe es erst dann so mit 17, 18 begriffen. Und ich hangel mich bis heute da lang. Also ich bin schwer pedantisch. Und das zeigt sich in allem, was ich mache, dass ich hier so locker sitzen kann und ertrage, dass zum Beispiel die Teetasse die ganze Zeit schief steht. Das macht mich wahnsinnig. Und dass der Löffel nicht auf alle in meinen Küchen alles. Meine Frau hat was ganz Tolles zu mir gesagt. Wir sind jetzt erst seit 3,5 Jahren zusammen. Aber sie ist das erste Mal in meine Küche gekommen, vor 9 Jahren. Sie ist Journalistin und hat mich da mal interviewt. Und dann zu mir nach Hause und hat gesagt, bei dir hat wirklich alles seinen Platz. Und das ist so. Wenn ich in einen Raum komme, der mein Restaurant ist oder meine Küche, dann weiß ich, wo was zu liegen hat. Und wenn das nur 1 Zentimeter seitlich liegt, dann hole ich mal alle kurz zusammen und sage so, jetzt hier, nächste Minute wird nichts geschickt. Erstmal wird aufgeräumt, damit die Struktur da ist, weil das brauchst du in der Küche. Wenn du in der Küche keine Struktur hast, dann kommen die Bestellungen rein und dann wird immer mehr und dann entsteht Chaos. Das gilt, glaube ich, fast für jeden Beruf, den man ernsthaft... Ja, also bei Journalisten sieht das auf jeden Fall so aus, dass auch so eine gewisse Freiheitsliebe da ist. Wenn ich könnte, würde ich für Giovanni jetzt mal kurz alles ordnen und sauber machen, weil ich dann immer denke... Aber Sie kennen meine wahren Zwangshandlungen nicht.
Aber man muss dazu sagen, wieso das, was du schaffst durch diese Ordnung, ist die Freiheit für jeden, der da sitzt und isst. Also ich war bei dir halt, irgendwie so, meine Frau wollte mich unbedingt zu meinem Geburtstag halt irgendwie so bei Tims Essen schenken. Es war unmöglich, alles ausgebucht. Und dann haben wir Tim halt so angerufen und gesagt, Tim, mach das möglich. Und er sagte, ich gebe dir seine Nummer, aber du machst es möglich. Und dann hat Tim uns einen Tisch gegeben. Und die Ordnung war auf jeden Fall zu spüren, aber die Freiheit, das zu genießen, also der Genuss war... Man hat sich frei gefühlt, man hat sich nicht beobachtet gefühlt, da war so keine Hemmung. Halt. So, einen glaube, schöneren Werbespot könnte man nicht nein. Nein, aber hat er recht. Ja, genau das ist es. Ich habe diesen Zwang, aber im Restaurant, wir sind ja in Kreuzberg, das heißt, wir sind schon mal grundsätzlich freier dort. Wir versuchen den Menschen die Freiheit zu lassen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, Einzigartiges zu genießen. Ja. Aber es liegt an ihnen, ob sie 500 Euro oder 5.000 ausgeben. Hm. Das gibt es Leute, die 5.000 da lassen? Ja, ja, klar. So kann ich nur sagen, so ich habe die 500 Variante. Ja. Hast du überhaupt gezahlt? Nein, das wird dann versoffen. Das Essen kann das nicht rausholen, aber die Weine schon. Wir bilden aus, ne? Wir möchten unsere Mitarbeiter gut bezahlen. Wir brauchen Umsatz. Also wir haben 37 Angestellte für im Schnitt 50 Gäste pro Service. Das muss verdient werden. Mhm. Tim Rauer, Sie haben eine Geschichte, die, wenn man nicht wüsste, dass sie stimmt, sagen würde, eigentlich ist das ein Romanstoff, den man sich nur ausdenken kann. Und ich bin voller Bewunderung, was Sie aus Ihrem Leben gemacht haben. Dankeschön. Ich auch. Da haben Sie jetzt schon ein kleines bisschen von Mario Basler gelernt. Das ist das, was, glaube ich, was uns auch verbindet. Also es gibt schon Anknüpfungspunkte, die ich bei ihm auch gesehen habe. Wir haben halt unser Ding durchgezogen. Du deutlich selbstbewusster als ich. Aber das, was ich nie gemacht habe, ist tatsächlich viel nachzudenken. Also ich habe einfach immer gemacht. Okay. Und es ist gekommen und... Das kannst du ja im Fußball auch nicht. Du hast ja keine Zeit. Wenn da 23 andere auf deinem Platz lauern, dann ist das schwer. Dann musst du davon überzeugt sein, dass du besser bist wie alle anderen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja? Dankeschön. Und wir kommen jetzt zu einer Frau, von der wir alle denken, dass wir sie bereits kennen, weil sie uns so oft entgegenlächelt. Im Fernsehen, wenn wir die Magazine aufschlagen, wenn wir uns Werbeanzeigen angucken. Die Frage ist nur, wie viel hat das mit der echten Sylvie Mais zu tun? Wir freuen uns deshalb sehr, dass sie bei uns ist. Mama, Moderatorin, Model und Unternehmerin Sylvie Mais. Sylvie, ich glaube, jeder hier im Raum hat deinen Namen schon mal gelesen, mindestens. Und viele haben verfolgt, was in den letzten Jahren passiert ist in deinem Leben. Ja. Was glaubst du, was haben die Zuschauer für ein Bild von dir? Also ich höre das natürlich oft, wenn ich Leute treffe, dass sie das Gefühl haben, dass sie mich kennen. Mhm. Weil ich glaube schon, dass meine Geschichte auch so wie ein Buch ist mittlerweile. Da ist so viel ein passiert. Ein wahres oder ein erfundenes? Naja, ein wahres. Und ich glaube schon, dass mein Leben geprägt ist von vielen Situationen, wo Leute sich mit identifizieren können. Das kann einerseits sein, das Schicksal, was ich vor 10 Jahren hatte, Brustkrebs, Chemotherapie oder eine öffentliche Scheidung. Nicht, dass jeder das öffentlich erlebt, aber eine Scheidung. Ich bin Mutter. Und es ist nun mal so, dass irgendwie, und ich weiß auch nicht wirklich, warum das so passiert ist, ist das ein sehr großes Interesse ist an meinem Privatleben. Und glaubst du, dass viel geschrieben wird? Ja, dass das Bild, was wir so bekommen haben, ist ja letztlich durch die Presse, ne? Ja. Dass das ein Bild ist, was dir wirklich entspricht? Also wie viel davon ist wahr? Wie viel Prozent ist Sylvie Mais? Also was ich selber zurücklese, muss ich ehrlich gestehen, erkenne ich nicht so viel. Mhm. Ich höre oft, alles muss so perfekt sein, alles ist so geplant, so unnahbar. Und das bin ich aber gar nicht. Aber liest du das noch? Liest du die Artikel durch? Ich höre natürlich schon Sachen. Ja? Es ist nicht so, dass ich alles lese, gar nicht, wenn es die Klatschzeitschriften betrifft. Das versuche ich wirklich ein bisschen auszublenden, weil ich habe gelernt in meinem Leben, dass das schon
wehtun kann. Sicherlich, wenn man Sachen erlebt, wo man sich schon ein bisschen verletzlicher fühlt als sonst. Man ist nur ein Mensch und dann kommt es doch nah und dann kann es schon wehtun. Aber ja, klar, lese ich ab und zu Sachen. Ja. Dann nimm uns doch mal mit in die Welt der echten Sylvie Mais. Fangen wir wirklich mal ganz vorne an. So ein typischer Arbeitsalltag. Mhm. Wie sieht der aus? Weil wir sehen nur die Shows im Fernsehen, wir sehen das perfekte Bild. Ja. Deswegen dieses Image, immer perfekt. Ja, also an erster Stelle bin ich Mutter. Also mein Tag fängt an mit das Wachkriegen von meinem jetzt Teenage-Sohn. 13 ist er. 13 ist er. Wir stehen auf, wir frühstücken zusammen, er macht sich fertig für die Schule und geht in der Schule. Und dann fängt mein Arbeitstag eigentlich an. Das heißt, ich checke E-Mails, ich mache meine Telefonaten, die ich machen muss. Ich mache das gerne früh. Denn dann habe ich den Rest der Tag, um mich zu konzentrieren auf andere Jobs, die gemacht werden müssen. Natürlich, ich achte sehr auf meine Gesundheit, Herr Doktor. Sehr gut. Wie viele Stunden am Tag investierst du in deinen Körper? Du sagst also, immer überall, Sport ist harte Arbeit. Ne? Ja, klar. Also ich sage immer, mein Körper ist Teil von meinem Kapital. Damit arbeite ich. Das ist Teil von schon das Image, was ich aufgebaut habe, die Marke, die mit mir arbeiten oder die Marke, die ich selber aufgebaut habe, was Unterwäsche, Swimwear ist, aber auch die Kooperationen, die ich mache auf zum Beispiel Online-Media, Instagram. Ja, es ist wichtig, fit zu sein für mich. Ich mache gerne Sport, mache das nicht nur wegen Aussehen, ich brauche das auch wirklich, um abschalten zu können, um mich fokussieren zu können und auch mit meiner Geschichte mit Krebs ist Sport einfach ein wichtiger Teil. So auch Ernährung, nicht nur wegen, oh, ich möchte gut aussehen, aber es ist einfach wichtig, nicht zu viel Zucker zu essen. Ist so. Ja, du hast gerade Social Media angesprochen, du hast ungefähr 1,2 Millionen Follower, genau. Bist da sehr aktiv, ne? Verdienst ja auch dein Geld durch Kooperationen, ne? Als Influencer, genau. Indem du dann Produkte bewirbst auf den Fotos. Richtig. Ich frage mich, wenn ich das sehe, das ist wirklich auch alles so perfekt und ich frage mich, ob es diese Fotos vielleicht gar nicht gibt bei dir, die ich so oft habe. Wenn man dann da durchguckt, dann hat man diese Fotos aus Versehen gemacht, wo man das Doppelkinn so von unten hat. Oder man kommt aus dem Wasser und die Haare hängen irgendwie so ganz doof und sind halt nicht so zurückgelehnt. Ja, also gibt es die von dir, natürlich. Aber du suchst sie halt nicht aus. Also, ich glaube wirklich, dass ich bin ein visuell eingestellter Mensch. Ich mag schöne Sachen. Ich mag es, Sachen anzuschauen, die that are easy on the eyes. Mhm. Das mag ich. Ich finde das schön. Ja, mein Instagram-Feed, ich kriege das oft zu hören. Ja, es ist so makellos. Aber andererseits ist es auch etwas, was ich genieße. Ich mag Fashion, ich mag Styling. Ja, ich habe auch 20 Fotos bei einem Selfie und nur 3 sind wirklich schön. Auch ich habe das. Aber die Marke, mit der ich kooperiere, findet das natürlich auch toll, dass das auch schön dargestellt wird. Und ich selber poste auch gerne Make-up-lose Fotos. Wenn ich Sport mache, zeige ich wirklich, wie ich Sport gemacht habe. Ja. Das Interessante ist, dass zum Beispiel Wolfgang Job, der einiges von Ästhetik ja versteht, sagt, dass diese Instrumente, zum Beispiel wie Instagram, was in seinen Augen ganz furchtbar sind für junge Frauen. Warum? Ja. Also ich glaube, dass die dauernde Benutzung von Instagram zum Beispiel zur Depression führt. Glaube ich. Absolut. Ich habe also in meinem Freundeskreis Leute, Freunde, die anfangen, ich nehme das jetzt mal als iPhone, nach einer Weile geht es so, guckst du schon wieder? Nein, gut. Dann geht es so, unterm Tisch geguckt. Es sind alles diese kleinen Bilder, diese kleinen Geschichten, diese winzigen Formate. Also das beunruhigt mich, weil es mich an eine völlig unmoderne Zeit erinnert. Ja. Das Brustbild. Es ist praktisch an einem Format wie im Biedermeier. Man verschickt so Brustbilder bis hierhin. Aber Herr Job, beunruhigt Sie das Format? Oder nein, nicht beunruhigt das Format, es Sie, dass auch junge Mädchen vielleicht unter Druck gesetzt werden? Weil Sie alle denken, diese Information, diese Schönheit ist normal. Ist, dass man sich an sie gewöhnt. Und die meisten Leute können über eine gewisse Zeit sich nicht mehr konzentrieren. Mhm. Es ist so eine kurze Aufnahmefähigkeit nur noch. Dieses Bildchen und dann das nächste und dann das nächste. Und dann fängst du wieder von vorne an. Mhm. Und
man sieht eine heitere Welt, die vielleicht gar nicht deine ist, die nie deine ist eigentlich. Es wird das Essen fotografiert, es wird alles fotografiert, was angeblich ein Objekt ist, um es weiterzuschicken. Mhm. Was uns fehlt, ist von einem besseren Leben. Ja, vielleicht die anderen haben einfach ein besseres Leben permanent. Ja, absolut. Ich finde auch, es ist tatsächlich, wenn man sieht, wenn man irgendwo essen geht und die Leute sind nur am Handy, sind nur beschäftigt, tatsächlich alles zu posten. Das mache ich nicht. Ich bin jemand, ja, ich würde ein Foto pro Tag posten, weil es sind so... Leider heutzutage. Es ist dein Job. Die Regeln, ja? Die Spielregeln. Wie heutzutage. Ist die Spielregel? Das möchte ich verstehen. Ich habe angefangen 2015 mit Instagram. Damals wirklich, weil Leute um mich herum gesagt haben: Mensch, Sylvie, du bist immer noch nicht auf Instagram. Du sollst da sein. Das ist toll. Das ist gar nicht. Du magst auch schöne Fotos. Du bist gerne inspiriert. Ich habe das gemacht. Ich habe damit angefangen. Für mich war es einfach Neugier. Aber wie krass in diese 4 Jahre alles sich verändert hat, wie ein Business aufgebaut wird, wie Marketing geführt wird von Firmen. Es ist alles online, Influencer. Ich glaube, man muss das einmal erklären, weil sich nicht jeder in dieser Welt so auskennt. Das, was Wolfgang Job meint, das ist, glaube ich, dass wir als Privatpersonen ständig irgendwas posten und ihr Essen und so. Naja, ja. Bei dir ist das ja diese heitere, tolle Welt. Ja. Die da und, bei Sylvie ist es ja, wenn ich das einmal kurz sagen darf, ist es ja auch Part of the, ja. Also das Geschäftsmodell. Sie können es so du bekommst sehen. Geld genau. Für ein Foto von der Firma. Ja. Da gibt es dann Summen von 10.000 Euro für ein Foto, das gepostet wird. Oder ich kann es eigentlich am besten erklären, weil ich mit meinen 41 klassisch meine Karriere aufgebaut habe ohne Social Media. Früher war es so, mit klassischen Werbeverträgen. Mit klassischen Werbeverträgen, genau, und das ist es. Früher bin ich gebucht worden, 3 Jahre lang, Gesicht von L'Oréal Professionnel, eine Haarmarke. Das Budget ging an eine Person. Die war das Gesicht, Fernseh, Commercials, Werbekampagne, alles Mögliche. Mhm. Heutzutage wird dieses gleiche Budget an verschiedene, vielleicht 20, 25 Influencer verteilt. Mhm. Und so ist es. Die großen Marken setzen nicht mehr auf eine Person. Die verteilen ihr Risiko und wollen so viel wie möglich Reichweite. Und das ist, darum ist es Teil vom Job geworden, dass heutzutage es so gemacht wird. Du wolltest ja ursprünglich mal einfach Moderatorin werden, ne? Ja. Das war dein großer Traum, als es Social Media noch gar nicht gab. Linda de Mol war dein großes Vorbild. Du hast gedacht, die hat es geschafft in Deutschland. Das Absolut. Will ich irgendwie auch hinkriegen. Ja. Hast du das Gefühl, dass du jetzt den Traum lebst, den du als Mädchen hattest? Also auf jeden Fall, als junges Mädchen bin ich aufgewachsen und ich bin groß geworden mit Linda de Mol. Und für uns war es unglaublich, wie diese Frau ihre Karriere in Deutschland aufgebaut hat. Und für mich war es einfach, ich war einfach begeistert. Und wenn ich dann älter geworden bin, fand ich es ganz, ganz cool, um für zum Beispiel MTV zu arbeiten. Und dafür habe ich dann, ja, meine Castings gemacht. Ich habe es dann am Ende geschafft bei MTV. Hätte natürlich niemals denken können, dass das Leben mich nach Deutschland führt. Ja. Natürlich habe ich geträumt von, ich habe gedacht, wow, Linda de Mol macht das in Deutschland. Das ist ja krass. So ein großes Land. Das ist so eine Ehre. Das Leben hat mich nach Deutschland geführt. Und die Möglichkeiten sind gekommen. Und auch ich, wenn eine Tür sich öffnet, bin eine Frau, immer Go-Getter. Wenn die Tür sich öffnet, ich gehe da durch. Ich denke auch nicht krass viel nach. Viele Leute fragen mich auch immer, du als Holländerin, ich meine, du hast solche große Live-Shows moderiert, aber hattest du keine Angst? Ja, ich hatte Angst, aber ich habe nicht zu viel darüber nachgedacht, weil ich wollte es einfach machen. Und hätte ich da zu viel überlegt, hätte ich es vielleicht niemals gemacht. Wir gucken uns jetzt mal an. Das haben wir schon 4 in dieser Runde, die nach diesem Lebensmotto. Ja, das Prinzip Leben, genau. Einfach machen. Einfach machen. Ich würde mir gerne noch mal einmal, weil es so schön ist, einen kleinen Ausschnitt angucken von einem deiner ersten Jobs. Da hast du noch in Holland gearbeitet. Okay. Ja? Ja. Ik heb hem beloofd zijn rug in te smeren, maar omdat jij het nou zo graag wil doen... Sir, this is Björn and he will lubricate your back. Ja, dat is waar. Dat moet ik echt, ja. Dat moet ik echt, ja. Dat was...
zwar natürlich nicht moderieren, aber ich war als junges Mädchen, war ich für die Fernsehsender, war ich ein bisschen zu jung. Meine Stimme war zu hoch, ich habe immer nur Nein, Nein, Nein gehört. Als Moderatorin? Als Moderatorin. Als Zufall war ich auf ein Casting für diese Rolle von dieses Mädchen in dieser unglaublich populären Serie in Holland. Und ich habe niemals gedacht, dass ich das schaffen könnte. Ich habe es einfach gemacht, ich habe die Rolle bekommen. Und da war ich endlich bei MTV und ich war so glücklich. Ich habe bei dir immer, wenn ich dich so beobachtet habe, das Gefühl gehabt, die Frau ist ein Showgirl. Die ist einfach, die geht tanzend durchs Leben und die macht sich die Welt auch so ein bisschen so, wie sie ihr gefällt. So ein bisschen das Pippi-Langstrumpf-Motto vielleicht. Ist ein bisschen gut umschrieben. Ja, das ist genau. Ich habe dann einen Artikel gelesen, im Spiegel war es, da ist dein Bruder zu Wort gekommen. Und der hat gesagt, Silvi wollte schon immer im Mittelpunkt stehen. Schon als kleines Mädchen. Wie hat sich das geäußert? Also zu Hause fand ich es schön zu tanzen und zu singen. Ich kann nicht singen, ich kann auch nicht besonders gut tanzen. Ja? Also ich mache einfach was. Aber ich Deshalb einfach... haben Sie Let's Dance moderiert. Ja, und das fand ich super, weil ich habe eine Liebe für Musik und Liebe für auch getanzt. Tanzen. Haben Sie auch und ich habe auch getanzt, ja. Bin Zweites geworden, das war nicht ganz so schlecht. Ja, aber ich habe es einfach geliebt, mich damit auszudrücken. Und ja, klar habe ich meine Mutter, meinen Bruder, meinen Vater, meine Familie natürlich ein bisschen genervt. Ihr müsst zuschauen. Und, Hast du jemals das Gefühl, weil ich meine, in den Leben, die du führst, ist sehr oft irgendwie so eine gewisse Maske muss da sein. Ja. Weil da gibt es Erwartungen, wie du gesagt hast, meine Stimme war zu hoch, ich dachte das. Und irgendwann kommt man in diese Rolle halt. Irgendwie so, ja. Meine Frage ist, hast du jemals das Gefühl, dass du vielleicht die wahre Silvi verloren hast? Irgendwie so zu einem ernsthaften Gespräch? Also ich bin froh, dass mein Erfolg kam später und ich war halt nicht davon erwartet. Ich glaube, die Leben, die ich fühle, muss ich ehrlich bleiben. Und bei dir darfst du nicht unbedingt immer ehrlich bleiben. Das stimmt und das ist schwierig. Das ist tatsächlich so, dass ich manchmal das Gefühl habe, und sicherlich jetzt, dass ich älter werde, dass es leider so ist, dass die Leute immer nur das Mädchen sehen, vielleicht die Ex-Fußballerfrau. Sie wissen, ich habe ein Business aufgebaut, ich arbeite viel und ich bin fleißig. Ich glaube schon, dass die Leute das sehen. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, warum geht es immer, dass dieses Rechtfertigen da ist? Dieses Gefühl auch, okay, immer die Frage, ja, aber ist alles so perfekt? Und dann denke ich, ja, aber was ich glaube, man muss auch ignorieren können. Man muss auch lernen, im Erfolg zu ignorieren und nicht auf den Gast zu hören, noch nicht mal auf den Kollegen, der dann sagt, oder mein Küchenchef, der sagt, Chef, das ist zu scharf, sondern auch tatsächlich bei sich zu bleiben, zu sagen, ich will das jetzt so, ich bin davon überzeugt, ich werde damit vielleicht auch provozieren, aber das ist jetzt mein Weg. Und sich da dann tatsächlich auch frei machen. Also ich finde auch, dass ich bin da sehr stark für angefeindet worden, wo ich mal gesagt habe, ich bin egozentrisch. Weil ich mir meine Welt um mich herum so geschaffen habe, wie ich sie haben will und nur reinlasse, wen ich auch reinlassen möchte. Weil du darfst ja eins auch immer nicht vergessen, wenn du erfolgreich bist. Da stehen ganz viele Schlangen und wollen was von dir. Mhm. Und die nehmen dich auseinander. Die rauchen dich auf. Wenn du gibst, dann nehmen sie alles von dir. Und da muss man auch lernen, wirklich mal abzugrenzen und sagen, bis hier, noch nicht weiter. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass ich glaube, dass du dir deine Welt auch gebaut hast. Letzte Frage. Die Antwort kann ein Satz sein. Was würde die heutige Silvi mit all dem, was du erlebt hast, Krebserkrankung, du hast gerade genannt, diese Erfahrung mit der Presse, die du gemacht hast, du bist Mutter geworden, was würde die heutige Silvi, dem Mädchen von damals, was wir gerade gesehen haben, in der holländischen Serie raten? Mach dich nicht so viele Sorgen. Okay. Ja. Vielen Dank, Silvi Mais. Wir müssen uns jetzt beeilen. Die Zeit. Silvi, du warst einständig. Fehler gemacht, dass er nochmal eine Frage gestellt hat. Ja, ich weiß. Aber ich bin lieber englisch und rede über anderen als über mich selbst. Silvi hat gerade gesagt, sie hätte sich das nicht vorstellen können, dass sie mal in Deutschland landet und da Erfolg hat. Du hattest damals noch keinen Erfolg und hast dir sehr bewusst Deutschland ausgesucht. Was war für dich Deutschland? Land der Sehnsucht. Warum?
Also ich war eine irische Band, nur die, so die Reihenfolge von Entscheidung war eine irische Band und der Geigenspieler war zusammen mit einem deutschen Mädel, die uns eine Tour gebucht hat in irische Kneipen in Deutschland. Es klang abenteuerlich. Wir hatten Bock, wir haben gespielt und da hat die Beziehung angefangen. Und wir haben einfach immer gutes Geld bekommen, wir wurden immer mit Respekt behandelt. Und ich meine, jeder zweite Niederländer ist Musiker, deswegen halt irgendwie so. Und ich sage, ich bin Musiker, die sagen halt, ja, aber was machst du beruflich? Und hier hat man einfach auf einmal dieses Gefühl, ich würde als Musiker wahrgenommen. Und dann habe ich mein Band verlassen und bin hier hingezogen. Also Rucksack, zwei Gitarren, Mischpult und beschlossen, hier fange ich an. Und habe mir so eine gewisse Zeitplan gegeben und es hat geklappt. Cool. Sie haben sich auch wirklich durchgeschlagen, weil mit Jobs, weil die Musik nicht genug abgeworfen hat. Ja. Unter anderem haben Sie, das ist eine kleine Gemeinsamkeit zu Tim Rauer, Sie haben auch mal im Schlachthof gearbeitet. Richtig. Und ich habe im Schlachthof gearbeitet. Und hätten das beinahe nicht überlebt. Oh. Das stimmt. Also es war ziemlich krass. Also wir haben so 1200 Schweine am Tag geschlachtet, also nicht ich. Ich war, glaube ich, 18, das war so ein Studentenjob. Und ich musste 1200 Mal die Schweine aus dem Frierfach schieben, weil dann würden die auseinandergenommen. Und dann nach der Kill hast du dann wieder reingeschoben. Und an dem vorletzten Tag ist tatsächlich eine runtergekommen. Also erstmal den Schwein, hat den Helm abgemacht und dann der Haken, so 10 Kilo, hat mich am Kopf getroffen. Und am letzten Tag haben die nicht gewusst, dass ich nicht da bin. Es sind 1200 Schweine in den Frierfach gegangen, ohne dass jemand die aufgeteilt ist. Und dann ist der Bar von oben nach unten gefallen. Die dachten, ich war unter die Schweine. Und da mit Panik haben die mich angerufen, irgendwie so. Und ich habe gesagt, nee, ich bin hier. Und dann waren die ganz aufgeregt. Aber das war so eine, das war eine, ich will nicht sagen, es war eine tolle Zeit, aber es war eine ehrliche Zeit. Oh Gott. Haben Sie denn danach noch Schweinefleisch essen können? Ja, ich, wenn ich ehrlich bin, halt irgendwie so, ich glaube, dass diese Beziehung zu Tier, die haben wir verloren tatsächlich. Ich glaube, dass meine Eltern kommen aus einer Zeit, wo eigentlich nur die Eltern gegessen haben, Fleisch gegessen haben und die Kinder haben nur den Saft sozusagen oder die Soße bekommen halt, mit Kartoffeln. Und wir haben zu viel Masse im Angebot und wir können allen den Schuld geben, aber im Endeffekt, solange wir das wollen, wird es auch verkauft und wir müssen einen anderen Anspruch haben. Finde ich auch. Wir müssen die Beziehung zu den Tieren wieder schaffen. Das Wort Nutztier, ein so respektloses Wort. Ich meine, das sind Lebewesen und wir nehmen Leben, um Lebensmittel zu bekommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es einfach nur als Material benutzen. Und ich finde, dieser Fleischverbrauch in unserer Welt hat eine obszöne Art und Weise angenommen. Ich persönlich habe auch ein Tierschutzheim gegründet, in Potsdam, was es vorher nicht gab. Bei so vielen doch recht wohlhabenden Leuten, finde ich, sollte auch das übrig sein für die Tiere. Aber wie gesagt, ich bin vor allen Dingen für die Abschaffung des Wortes Nutztier. Mhm. Great. Wenn die ganze Zeit ein Mikrofon im Bild ist. Das ist richtig. Und weil wir alle anderen so lange geredet haben. kommt jetzt die beliebte Frage, könntest du uns ich könnte spontan mir das vorstellen, was du vorstellen? Also weil so wenig in meinem Leben passiert ist. Es ist keine aktuelle CD, ist schon ein bisschen älter, der Song, aber du musst uns erklären, für wen dieser Song geschrieben worden ist. Darf ich die kurze Zeit, die ich habe, nutzen, um was anderes zu sagen? Also, weil... Wir haben aber reichlich Zeit, du musst dich hetzen. Ehrlich, ich habe das Gefühl, ich würde gehetzt gerade. Nein, 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 das wollen wir jetzt gerade. Was suchst du denn da? Das musst du ignorieren können. Kann ich dir irgendwie helfen, Ray? Darf ich dir helfen? Sehr gerne. Möchtest du mal reinfassen? Ich möchte mal reinfassen. Du auch. Ich habe jetzt was verloren. Ray, wenn Sie uns aufklären, dann können wir helfen. Also, womit kann ich denn helfen, Ray? Darf ich rausholen? Also ich habe irgendwie so, hier ist irgendwie so ein, siehst du den Plastikkabel? Plastikkabel? Ja,
Jesus Christ. Ich kann das nicht haben. Ist okay, ich muss nach Hause gehen, bald. Ich mag es einfach ohne, das wird bestimmt eine harte gut. Regierung zu Hause. Ja. Ja, ehrlich? Ja, ja. Gibt's Ärger? Nee. Also. Dabei ja, ist ja, also, alles gut. Nee, ich habe sie kennengelernt. Ich habe eine sehr starke Frau. Ich fand, und ich liebe sie auch sehr gerne. Ich fand, also, so tief unten wollte ich auch nicht gucken. Nee, aber warst du? Also, gar nicht. Ich fand. Sehr viele Gespräche, sehr spannend. Ich liebe den Show davor, dass tatsächlich die Leute, jeder öffnet sich. Und ich fand von dir, Wolfgang, so viele tolle Geschichten halt. Wieso? Und trotzdem fand ich halt, alles hat mich angesprochen. Und finde ich halt, die Individual ist für mich so wichtig im Moment. Weil man spricht von, alle Menschen sind so oder die Deutschen oder sowas. Und ich bin so ein Fan jetzt im Moment, dass wir uns wieder individuell entdecken. Weil wir durch Instagram, durch diese ganze Social Media versuchen uns anzupassen, aber es ist viel geiler, dich selber zu sein. Und ja. Dieser Abend, tatsächlich Neon, war der Kampf darum. Mhm. Es war der Kampf darum, um was zu schreiben, die keiner von mir erwartet hat, aber trotzdem ich ist. Und die Geschichten sind halt über meinen Kampf, mein Leben und meine Liebe zu meiner Frau und auch irgendwie so da offen darüber zu reden. Und ja, das nächste Song, Let's Be Lovers Tonight, ist tatsächlich über meine Beziehung zu leben und der Risiko, die man eingehen muss. Weil wir sprechen von, die Tour öffnet sich. Ich bin eher das Gefühl, wir haben alles gemacht und dann haben wir was entdeckt. Irgendwie so, ich habe in jedem Loch in Deutschland gespielt. Also so, der Erfolg ist nicht angerollt. Und ich glaube nicht an Glück, ich glaube an harte Arbeit bringt was. Und Let's Be Lovers Tonight war wirklich, die Taschen zu packen und zu sagen, halt, fuck it, ich gehe nach Deutschland und gucken, was passiert. Okay. Und du hast es bis hierher geschafft. Okay. Besondere Anerkennung und besonderen Dank dafür, dass Sie diese Lehne da auf sich genommen haben. Ja? Das können wir weiterreden? Ja, wir können. jeder kennt Sie wegen Supergirl. Haben Sie es mal erlebt, dass Sie irgendwo reingekommen sind und jemand hat das gespielt und Sie haben das Gefühl gehabt, hey, das macht er für mich? Ey, ohne Schmarrn, das ist einmal vorgekommen. ich war mit meiner Frau, wir waren damals, sie war meine Freundin und Supergirl war gerade ganz groß und dann hat der Typ an der Klavier in einem Hotel in Frankfurt irgendwie so angefangen zu spielen, irgendwie so und hat Supergirl gespielt und ich guck sie an und erstmal muss man bescheiden da bleiben. Oh, bitte. Also, ist mir total peinlich. Natürlich denke ich an, sie ist bestimmt davon beeindruckt. Aber das, dann bin ich irgendwann hin und habe ich gesagt und habe einen 20 rausgenommen, so ganz großzügig. Halt, er mich so, hey, das würde ich, vielen Dank übrigens, das hättest du nicht machen müssen. Und der war halt, was denn? Ich weiß. Für das Lied Supergirl. Ja, was ist damit? Das ist mein Lied. Ehrlich? Ich war 20 Euro, tschüss. Gibt's leider viel zu viele davon. Aber wir wollten unsere Produzenten zurück nach London fliegen und wir waren in Freiburg zu der Zeit mit Raymond und wir mussten ihn rauskriegen, das war irgendwas privat. Der muss dahin fliegen nach London und ich rufe halt Lufthansa an und sag halt irgendwie so, hey, check mal halt Frankfurt. Nee, Frankfurt geht's nicht im Moment, irgendwie so Nebel. Oh ja, check mal Düsseldorf. Oh nee, das ist alles zugebucht, ausgebucht. Check mal Köln, nee, da ist auch nichts. Und ich war, oh fuck, ich dachte, ey, hörst du gerne Musik? Magst du Musik? Und sie war halt, ja, ja, ich mag Musik sehr gerne. Ich war, hi, ich bin die Sänger von Raymond. Und sie sagt, nee, Bremen gibt's auch nichts. Weißt du, warum ich die Geschichten berührt bin, ey? Weil, wenn du Leute fragst, erzähl mir mal eine peinliche Geschichte, die dir passiert ist, gibt's so viele,
denen nichts einfällt. Oh, mir fällt so viel ein. Oh ja. Wie leben die eigentlich? Mit welcher Selbstwahrnehmung? Ich war heute in Hamburg und habe irgendwie so einen Livestream gemacht, hat irgendwie so einen gezeigt. Und diese eine Mädel kam zu mir und sagt, hey. Und ich habe, glaube ich, 2000 Viewers irgendwie so dabei. Und ich mache das manchmal. Und die sagen, ja, yeah, und so in Hamburg, meist Stadt. Und kommt sie, hey, sag mal. Wer bist du denn? Ich bin Ray Garvey. Und sie war halt, kannst du es buchstabieren? Also, ich bin gleich bei euch. Aber Ray, ich bin mal für Sandra Maischberger gehalten worden. Frau, die ich gut fand und mit der ich zum ersten Mal essen war. Oh, ich finde, es ist irgendwie so, es ist schön. Es ist schön, dass das Schicksal manchmal das macht. So, weil man ist gefangen manchmal in den Erfolg und man denkt halt, oh, jeder kennt mich, aber es ist ein Land von 80 Millionen Menschen. Man darf es nicht vergessen. Ray, danke schön. Danke, dass wir uns so schön verfolgt haben. So, Bunny und Team, sehen Sie wieder in zweieinhalb Wochen, und zwar am Dienstag, den 15. Oktober, im ersten Programm, unter anderem Mario Adolf und Peter Maffay. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Höhepunkt des Deutschen Radiopreises 2019. Viel Spaß dabei! Ciao, auf Wiedersehen. Ich habe kein Wort verstanden, aber es wird schon stimmen, super, was Judith gesagt hat. Dankeschön. Alles richtig.